126 Sekunden bringen die Adler mit einer Hand an den Pokal. Und damit heißt es jetzt, Puck fällt, Spiel läuft, Finale 5 ist in vollem Gange. Mannheim in Blau, München in Weiß. Aber wir haben schon ein paar Mal gehört, man muss es wirklich ansprechen. Hierin, die Stimmung in der Halle ist sehr speziell. Es ist eine Anspannung da auf der einen Seite, es ist eine große Vorfreude aber auch schon zu erkennen. Insbesondere von den Mannheimer Fans, die alle jetzt schon Erinnerungsfotos vorher geschossen haben, feiern zum Teil über Stunden hinweg. Also von Mannheimer Seite, von den Fans, wird die Meisterschaft heute erwartet. Und ich war unten, oder wir beide waren unten und haben uns das Warm-up angesehen. Und sie Fußball spielen auf beiden Seiten, auch das Warm-up auf dem Eis. Beide Mannschaften unheimlich relaxed, souverän. Du erkennst von beiden Seiten eigentlich keine große Anspannung, dass es heute bereits um den Titel gehen kann. Tatsächlich sehr gelöst. Und in den Katakomben die Stimmung bei beiden Teams. Für München tatsächlich eine sehr ungewohnte Situation. Zuletzt hatte man so ein Spiel 2015, als man die Serie im Viertelfinale gegen Wolfsburg, allerdings auch klar mit 0:4, verlor. Und die Adler, dieses Vorfeiern, da hat man in Mannheim ja schon extrem schlechte Erfahrungen gemacht. 2012, als man 12 Minuten vor Schluss führte, hier zu Hause gegen die Eisbären Berlin, schon die Caps und T-Shirts auf die Bank brachte. Die Partie, die 4 damals in Overtime noch verlor und am Ende im Spiel 5 die Meisterschaft an Berlin ging. Patrick Hager. Sehr selten gedreht, in der deutschen Eishockey-Liga nur 2-mal. Aber auch da muss man sagen, es gibt einen sehr aktuellen Fall aus der NHL. Da waren die Vegas Knights, die waren 3-1 vorne in der Serie und haben das Ding gegen die San Jose noch abgegeben, gegen die Sharks. Am Ende in Spiel 7 in der Overtime und auch da in Spiel 7 hatte Vegas schon 3:0 geführt. Also auch da sieht man natürlich das, was möglich ist. Ich bin auch heute gespannt, wie die Mannschaften reingehen werden in das Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute vielleicht zu Beginn nicht ganz so abgeht wie im letzten Spiel. Das war absolutes hochklassiges Eishockey von der Geschwindigkeit her, von den Torchancen. Im ersten 10 Minuten beide Mannschaften nur geflogen, wollten das Spiel sofort entscheiden. Heute können wir vorstellen, dass wir vielleicht ein bisschen länger auf den Treffer warten müssten. 4 gegen 4 wird weitergespielt, weil Mats Christensen und Luke Adam erst einmal 2 Minuten bekommen. Andrew Bodnarczak. Auch natürlich so ein Ding. Die Adler Mannheim seit 8 Spielen nicht mehr in Rückstand gelegen. Man hat immer vorne weggespielt. Auch das die Aufgabe für München, vielleicht mal so ein paar Dämonen der Unsicherheit und des Zweifels wieder wecken bei Mannheim. Ja, absolut. Ich glaube auch, wenn du in die Köpfe rein willst, vor allem heute bei Mannheim, musst du, wenn du München bist, in Führung gehen. Dennis Roll. Markus Eisen spielt. Mickelson. Ja, bekommt er gut Druck von Station, aber Reul löst es mit dem Pass nach vorne auf Gotsch gut. Den hier aus dem Berg. Ja, eine Umstellung haben wir jetzt gerade gesehen. Er hat das letzte Mal auch gespielt, du hast es angesprochen, aber Button spielt heute wieder als Verteidiger. Er hat die letzte Partie vor allem im Sturm absolviert auf Münchner Seite. So viel Pass von hinten raus bei Mannheim, Seidenberg. Markatic, gedrängt von Michi Wolf. Und hier guter Vorcheck von Hager, der wieder den roten Helm des Topscorers aufhat, weil Mark Vokes wieder fehlt auf Münchner Seite. Einer von 5 Verletzten, die nicht spielen. Und Mark Vokes natürlich das Problem auf der Senderposition. Er ist kreativ, er ist gut am Punkt. Nico Kemp. Möchte Bohre wieder zu Kremmer. Ja, München versucht aggressiver zu werden hier bei 4 gegen 4. Aber man sieht, wie du es angekündigt hast, es ist durchaus, hat einen vorsichtigen Charakter in diesen ersten Minuten. Ich glaube, es wird sich sofort lösen, wenn ein Treffer wirklich kommen würde. Aber
Matthias Plachter fast durch, Kontermöglichkeit vielleicht über Frank Maurer. Beide Mannschaften jetzt auf jeden Fall wieder zu fünft. Frank Maurer. Guter Pass auf Christensen. Christensen mit ins Spiel. Schuss kommt nicht durch, geblockt von Lampel. War gut herausgespielt. Christensen hat ja auch keinen direkten Gegenspieler. Daryl Boyle, eigenen Mann diesmal getroffen. Christensen. Matthias Plachter, Strafe. Gibt das gegen Daryl Boyle. Und da kommen wir zu einem Thema. Im letzten Spiel war es nicht entscheidend. Da waren es eigentlich 2 Minuten 6 Sekunden, als die Adler Mannheim immer in even strength, also heißt ausgeglichen, die Tore erzielt haben. Aber insgesamt das Powerplay in der Hauptrunde bei Mannheim schon hervorragend. In den Playoffs 58 Möglichkeiten, 16 Treffer. Es sind fast 28% Erfolgsquote. Und im Finale haben sie von 4 Spielen Andrew Bortnacek. So, Wolf geht da aggressiv nach. Markatic. Immer wieder seine Fähigkeiten, technisch läuferisch den Puck ins Drittel hineinzutragen. Hat er wirklich zugelegt, nochmal von der Hauptrunde in die Playoffs rein. Und ich finde sogar, er hat sich nochmal gesteigert. In der Finalserie übernimmt er unheimlich viel Verantwortung. Nicht nur in Überzahl, sondern insgesamt mit der Scheibe. Chad Kolorik. Schardens. Ja. Pass zwischen die Beine von David Wolf. Jonas Lehtivuori. 60 Sekunden der Strafe. Münchens abgelaufen. Luke Adam. Plachter hat Platz. Für Plachter zögert kurz. Und dann ist die Chance dahin. Trotzdem noch gut gelöst, obwohl er so viele Schlittschuhe und Schläger vom Tor gehabt hat. Mit der kleinen Winkeländerung die Scheibe aufs lange Eck gebracht. Ohnehin das große Problem. Mannheim nutzt das zwar besser aus, aber für beide Mannschaften. Es kommen wenig Schüsse überhaupt durch, weil das so gut defensiv gestanden wird. Auf beiden Seiten noch etwas auffälliger in der Serie Mannheim. Lehtivuori. Plachter. Diesmal für den One-Timer. Der tatsächlich platziertesten, härtesten Schüsse der Liga. Auch in der Finale. Da sieht man jetzt diese kleine Winkeländerung und damit bringt er sie aufs lange Eck. Aber da. Sowohl aus den Birken den Winkel gut zugemacht und am langen Eck noch ein Münchner gewesen. Das war die gute Möglichkeit für Christensen, der aber am Mitchell hängen bleibt. Der Hungerecker, Dennis Reul. Auch hier wieder Hager dazwischen im Schussversuch. Bonchecks. Er spielt in seinem 10. Finale in der deutschen Eishockey-Liga. 8 hat er bislang gewonnen. Und dieser Mann, Pavel Groß, scheiterte schon 3-mal in einem Finale. 3-mal mit Wolfsburg an seinem Gegenüber Doncheks. Dennis Reul hält den Puck hier an der blauen Linie. Marcel Gotsch. Hungerecker, wieder Gotsch, Marcel Gotsch, er kommt den Schuss nochmal und erzielt das 1:0 für Mannheim, just mit Ablauf der Strafe gegen München. Hier gewinnt München mal einen Bulli. Seidenberg hat hinten die Scheibe, bekommt dann aber Druck und die Scheibe geht nicht raus. So geht es eigentlich los an der blauen Linie. Reul zu Gotsch, dann versucht man Druck zu machen und dann nimmt sich Gotsch ein Herz, geht in der Mitte durch und reagiert dann wieder mal schneller vorm Tor auf eine freie Scheibe und haut das Ding rein zur Führung von Mannheim. Entscheidend war eigentlich das zuvor, dass die Scheibe, dass München es nicht schafft,
die Scheibe, nachdem sie mal einen Bulli gewinnen, im eigenen Drittel rausbringen, weil sofort Reul die Bande zumacht und weil auch sofort Druck da ist von Mannheim, obwohl sie das Bulli verlieren. Erstes Tor in diesen Playoffs von Marcel Gutsch und sein letztes Tor erzielte er im Viertelfinale 3 gegen Ingolstadt. In den Playoffs 2018. Hat ja nur 9 Spiele in der Hauptrunde absolviert. Jocelyn. Oh, gute Möglichkeit für Jocelyn. Jetzt ist er mal gut nachgegangen und hat sich die Scheibe zurückgeholt auf Münchner Seite. Und auch bei 5 Minuten 37, die Zeit, die stehen blieb beim Tor von Marcel Gottschrieck. Das ist natürlich schon wieder ein frühes Tor. Jetzt, dass Mannheim diesen Push gibt, man ist wieder in Führung. Da haben sie auch noch den Vorteil eben mitgenommen von diesem Powerplay, dass die Scheibe erst nicht rausgeht. Dann kommt der Münchner Spieler jetzt zurück, aber dann trotzdem ist die Zuordnung nicht da. Deswegen kann Gott schneller reagieren, geht auf die freie Scheibe nochmal und haut sie aufs lange Eck rein. Ist natürlich auch der Start, den sich Mannheim hier erhofft hat und den sie immer eigentlich hatten in dieser Serie gegen München. Diese Führung, zum Teil sehr frühe Führung, 5 Sekunden war die schnellste Führung, die sie sich rausgespielt haben. 81 Sekunden waren es im Spiel 2 von Chet Kolorik. Yasin Elis. Und du hast es gesagt, Münchens Versuch oder München muss in den Kopf von Mannheim hineinkommen. So ist es natürlich wieder genau umgekehrt, weil du bei München dann natürlich wieder dieses Ding hast. Wieder hin. Keine Strafzeit. Spiel geht weiter. Michi Wolf. Ah, gut gestört, auch hier vom Kertic. Bondarczak. Und wieder Kertic dazwischen. Die Schadens als Mittelstürmer kommt gut zurück in der Mitte. Und Button stört früh. Auch da sind wir wieder sehr auffällig bei Mannheim. Diese bedingungslose Unterstützung für den Mann, der am nächsten am Puck ist. Ja. Auch hier zu sehen, Plachter, Wolf sofort 1-2 Meter hinter ihm. Man muss fairerweise sagen, vom Spielsystem her, von dem, wie sie spielen wollen und auch zum Teil es durchziehen, ist es sehr ähnlich. Das sind absolute Parallelen zu erkennen. Ich finde nur in der Ausführung ist Mannheim einfach ein Ticken schneller, reaktionsschneller. Und ein bisschen frischer im Kopf. Larkin. Larkin, guter Block von Christensen. Ah, gut. Von Christensen. Wolf. Lechtivori und Danny aus dem Spiel. Lässt sich lange Zeit beim Bulli, hat darauf reagiert, wer bei München aufs Eis geht. Da ist dann die Smith-Reihe gekommen, nachdem klar war, dass Mitchell auf dem Eis ist. Also Luke Erden wird gegen John Mitchell gestellt von Pavel Groß. Nicht die Worte. Auch schön abgelegt auf die Seite, Platz für Smith. Wieder abgelegt. Hier aus dem Birken. Auch hier der harte Zug zum Tor von Luke Adam. So. Jetzt blicken wir nochmal auf das Tor von Mannheim. München gewinnt das Bulli. Seidenberg geht hin, aber dann kommt sofort der Druck von Mitte. Und deswegen hat Seidenberg nicht lange Zeit, die Scheibe rauszuhauen. Reul hält sie. Und von da an haben wir das vorher gesehen. Einmal Platz hier in der Mitte für Gotsch. Der geht hin und reagiert dann schneller. Aber entscheidend, obwohl eigentlich die Scheibe auf Münchner Seite war, dass sie nicht rausgeht. Das Spiel wird wiederholt, weil der Puck nicht zuerst mit dem Schläger, sondern mit der Kufe berührt und weitergespielt. Adam gegen Parks jetzt. Bulli. Matt Stajan. Niklas.
Ja, gut zugemacht, die Bande von Joslin. Oliver Parks. Schön. Seidenberg. Gute Möglichkeit für Yannick Seidenberg. Roll muss runter, hat den Helm verloren. Maximilian Daubner. Yannick Seidenberg. Die Lunge Ecke. Und auch hier kleine Unterschiede immer wieder. Puck war gut tief gespielt von München. Aber dann die Unterstützung kommt dann diesen Tick zu spät. Im Gegensatz zu Mannheim hier wieder zu sehen. Einer da, der zweite gleiche Nähe. Dritte orientiert sich jetzt schon hinter das Tor. Also. Viele Positionskämpfe hier. Gottschalk geht wieder sehr schnell. Legt die Wolle. Thema. Formation. Erzielt haben, sondern weil sie wirklich viel Energie und hart spielen. Du sagst es richtig, man kann nicht von der vierten Reihe sprechen. Das sind ja vier Formationen, die aber gleichmäßig gebracht werden. Abseits. Pavel Groß und ein Leistungsgefälle in diesen vier Formationen eigentlich kaum zu erkennen. Marcel Gottsch, wenn es eine Art Drehbuch für einen perfekten Start gegeben hätte, inwieweit hätte das ungefähr so ausgesehen, wie das eben, was passiert ist? Ja, für das erste Tor ist immer wichtig. Ja. Ich denke, beide Mannschaften haben einen recht soliden Start gehabt. Wir haben aber Überzahl ein bisschen Druck ausüben können. Und ja, dann ist die Scheibe und Danny durch die unterm Arm durchrutscht. Danke. Und Konstantin auf der Münchner Seite. Und ich stehe bei Yannick Seidenberg. Yannick, 0:1 mit Ablauf der Strafzeit das Gegentor. Wie lautet denn die eigene Analyse des Gegentors? Ja, kriegt die Scheibe da an der starken Seite nicht raus, bleibt die Scheibe drin und haben wir die Zuordnung ein bisschen verloren, dann hat es eingeschlagen. Grundsätzlich Fazit der ersten Minuten? Ja, ich denke, wir hatten gute Chancen, müssen wir weiterspielen, schnell von hinten raus, mehr Verkehr vom Tor bringen und ja, Scheiben zum Tor bringen, dass auch einer reinhüpft. Dankeschön. Genau dieses Ding, Scheiben zum Tor bringen, damit mal wieder einer reinhüpft, das ist das Ding, das von München jetzt kommen muss. Man braucht die Offensive. Man braucht endlich mal diese Tore. Drei Tore in vier Spielen. Das ist schon verdammt wenig. Zurück in Mannheim. Finale 5. Die Entscheidung, sie könnte heute fallen. Und die Adler führen hier mit 1:0 durch das Tor von Marcel Gottsch aus der 6. Spielminute. Der Unterschied bisher in der Partie war der Treffer, ansonsten ausgeglichen, würde ich sagen, die Partie. Es hat nicht ganz den Drive, wir sind auch ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen, von den ersten 10 Minuten im letzten Spiel. Das Spiel 4 ist wirklich geflogen zu Beginn, aber trotzdem gut und jetzt 2:1. Situation, Mats Christensen, Mauer zieht zum Tor, Christensen und das ist gut zugemacht von Jonas Lechtivori. Letztendlich ist es eine 2-1-Situation, kommt nicht mehr ein Schuss an, weil es dann halt auch gut weggenommen ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das sind die entscheidenden Szenen aber, die dann entscheiden werden, auch für das, wer Meister wird. Und du musst irgendwie einen Weg finden, da den Pass rüberzubringen oder die Scheibe aufs Tor zu bringen. War gut weggenommen, war sehr stark verteidigt. Und es sind kleine, sehr feine Unterschiede, die aber eben in der Serie, von Spiel zu Spiel, von Wechsel zu Wechsel, dann immer wichtiger werden und immer entscheiden. Und irgendwann zählt halt auch nur noch die Effizienz, wenn man ganz ehrlich ist, Basti. Es fragt nachher keiner mehr, wie die Scheibe da nicht rauskommen ist oder wie Gottschi das Ding da reingemacht hat, wenn der Christensen das auf der Gegenseite irgendwie reinkriegt oder den Pass rüberbringt. Das ist halt auch so. Es zählt nur das. Ja.
Oben war der Wert eingeblendet, wie die Tore, die München erzielt hat, nach unten gegangen ist. Man muss auch sagen, auch die Tendenz ist damit nach unten gegangen. In den letzten 9 Spielen hat München nie mehr als 2 Treffer erzielt. Also das unterstreicht diese Tendenz, die nach unten geht. Hat er gegen Augsburg im Halbfinale auch schon angefangen? Ja, da muss man nochmal klar sagen, es fehlen ihnen wirklich auch Leute. Es fehlen ihnen in der Spitze Leute. Wir haben vorher Vokes angesprochen, Kastner, Schack, Jeffrey hat das ganze Jahr nicht gespielt, Abelshauser, ein Verteidiger, der auch offensiv kann. Es sind ein paar Spieler angeschlagen. Und das merkst du halt dann auch bei Red Bull München, die ja auch einige Spiele mehr haben wie Mannheim, weil sie im Champions Hockey League Finale waren. Unter anderem, und wir haben noch mal so ein bisschen nachgeschaut, eine Frank Mauer zum Beispiel. Saison 17, 18, 18, 19, also in den letzten 2 Spielzeiten. Inklusive Champions Hockey League, Meisterschaft, Nationalmannschaft, 164 Spiele. Und da ist die WM jetzt. Werte, die auch die Belastung letztendlich von den Münchern. Nur ein Beispiel, da kommt ja noch ein Jannik Seinberg dazu, ja. Ein Patrick Hager, ein Yasin Elis. Aus den Birken auch ein Torhüter, der sehr viel gespielt hat, nach Olympischen Spiele in der Champions Hockey League. Und das ist immer wieder zu sehen, auch bei den letzten Meisterschaften, die entschieden wurden im modernen Eishockey. Du brauchst diese 4 Reihen, du brauchst diese Tiefe, du brauchst nicht nur Quantität, du brauchst Qualität, du brauchst das alles. Und das Gesamtpaket muss am Ende stimmen. Ja, aber das hat München schon. Also ich möchte Ihnen da jetzt nichts wegnehmen, aber nein, natürlich aber ist das Qualität. Dir fehlt Qualität genau, und Quantität. Das ist das. Für die Entwicklung der jungen Spieler auf Münchner Seite, das muss man auch mal sagen, ist es natürlich nahezu perfekt, dass sie auf solchem hohen Level da jetzt gebracht werden und auch viel Verantwortung auf dem Eis bekommen. Keine Strafzeit. Ryan Button. So, hat jetzt ein bisschen Platz, weil Mannheim beim Wechseln ist, aber auch München, aber Pass kommt gut nach vorne. Tobi Eder, Bruder Andreas Eder. Seidenberg. Zum ersten Mal jetzt in diesem Spiel gebracht, die formell 4. Formation von Don Jackson. Nico Kemmer. Ah, Scheibe versprungen. 2-1 Kontermöglichkeit Mannheim. Hunger egal, legt in den Raum. Marcel Gotsch. Und da ist Cody Lempel mit dem 2:0. Lempel, 2 Spiele in den Playoffs, 2 Tore. So, jetzt kann man sagen, was man mag, aber es ist auch ein 2-1. Und Mannheim schafft es. Und da bleibe ich jetzt dabei, weil sie mental frischer sind, da den Pass anzubringen, das Ding reinzumachen. Auch da geht es von hinten los. Lempel, Überbande, der selbst einleitet ihn. Genau, über Bande, schnell gespielt. Die Scheibe verspringt, keine Frage. Aber dann kommt der Druck gut und 2 Leute starten weiter durch. Dann ist Andi Eder eben hinten als Stürmer und nicht wie vorher Lechti Buori als Verteidiger, der genau weiß, wie man das Ding wegnimmt. Und das Ding kommt an und Lempel macht es rein. 2-0. Cody Lempel, er traf ins Spiel 4:1:0. Verletzungsbedingt keine einfache Saison für ihn. In diesem Finalspiel 4-5, seine ersten Einsätze in den Playoffs überhaupt. Und dann jedes Mal mit einem Tor Eindruck zu schinden. Also besser geht dann eigentlich kaum. Und das zeigt auch, wie es Mannheim schon dann immer wieder auch reinspielt. Es passt halt einfach alles. Ja, da muss ich jetzt sagen, ob das reinspielt ist oder ob das halt einfach clever gemacht ist oder schnellere Aufgabung. Hoppala. Auffassungsgabe. Ist aber auch ein schwieriges Wort. Ja. Vielleicht sollten die einfach Leute. Ja. Und sie schneller reagieren, weil sie mehr Fremdwörter benutzen. Weil sie ausgeruhter sind. Das ist halt wirklich das, was ich mich inzwischen frage. Und ich möchte da. Fehler kommen als erstes. Ich habe das letzte Mal angesprochen. Fehler entstehen als erstes im Kopf. Du läufst zwar noch mit, du hast das Tempo, aber Fehler passieren im Kopf, wenn du müde bist. Und du kriegst das meistens nicht mit. Und das nutzt deine Mannheim einfach auch besser aus. Das ist für mich mehr oder weniger ja, das Ergebnis bisher. Nächster Konter läuft, da geht Moritz Seider. Und auch zu Seider muss man sagen, verdammt nochmal, der ist 18 Jahre alt. Zwischendrin so mit 17 hat ihn Pavel wirklich immer wieder forciert. Dann war er verletzt. Dann hat man schon sein Potenzial erkannt. Aber was der jetzt in der Finalserie wirklich hier spielt, offensiv wie defensiv, also das ist wirklich großes Kino. Das ist ein verdammt großes Talent. Standing Ovation hier für ihn, wo er zum Eis geht. Mit der U20 im Dezember
den Aufstieg in die A-Division wieder geschafft. Und das ist ja auch nicht nur so, dass Pavel ihn immer forciert, weil er sagt, das ist ein junges Talent. Nee, der verdient sich diese Eiszeit natürlich auch und dieses Vertrauen. Oh, Festerling. Der springt Festerling. Dennis Reul. Nicht zu sehen für Danny aus dem Berg. Phil Hungerecker. Viel Platz für Hungerecker, den er sich dann nimmt. Also München ist geschockt von diesen zwei schnellen Treffern. Man erkennt ganz klar. Strafe angezeigt jetzt gegen München. Das Energiepedal ist durch die zwei Treffer auf Mannheimer Seite nochmal nach unten gegangen. Ist noch mehr Gas drin. München muss einen Weg finden, da in das Spiel zurückzukommen. Disziplin ist die eine Sache, die sicher dazu beiträgt. Keith Orly wird hinaus müssen wegen eines Stockchecks. Nächste Powerplay-Möglichkeit. Wir erinnern uns, der erste Treffer ist direkt danach letztendlich entstanden. Das ist das 2:0 nochmal aus der Hintertorkamera. Diese 3:2, dann 2:1 Situation vollendet von Cody Lamb. Schnell von der Bande den Puck weggebracht vom Blachter, war entscheidend hier. Vom Blachter eigenen Mann getroffen, Nachschuss noch möglich. Ben Smith. Schnell den Schuss genommen vom Blachter und er bringt ihn auch durch. Dann kommt der Rebound direkt zurück von aus dem Birken. Aber da ist er drauf. Gute Arbeit unten auch mit den Beinen hier von Danny aus dem Birken. Genau, und auch beim Entscheidenden dann, wo Smith hier drüben noch versucht, gut nach vorne geblieben, Druck auf den Schoner von aus dem Birken. Variante mit Ben Smith, dann der Diagonalversuch auf Luke Adam. Uchtala. Matthias Plachter. Ja, München steht gut, bewegt sich gut in Unterzahl bisher. Nimmt das sehr. So geht der Puck raus. Passt die Aufteilung wieder. Kertic. Eisenschmidt. Andrew Desjardins. Der DEL-Playoff-Topscorer derzeit. Sind ja einige Punkte gleich, aber Desjardins hat die meisten Tore. 9, um genau zu sein, bislang in den Playoffs. Und drei Spieler von Mannheim mit 14 Punkten. Nach Schuss von David Wolf. Kolorik. Kartic. Letzten Sekunden der Unterzahl von München. Danny aus dem Birken hält erneut fest. Eine Sekunde noch. Also direkt nach dem Bulli kann Oli für München wieder von der Strafbank kommen.
aber weiterhin gefährlich. Ähnliche Situation wie vor dem 0:1 aus Münchner Sicht. Und es kommt wieder die Goldschrei. So, natürlich weiter mitmachen unter unserem Hashtag. Geilste Zeit und gerne auch so kreativ. Wortvirtuose. Wird das Feld abgegraben. So, jetzt ist München wieder kommen. Ich komme eher aus der Wortfindungsdiaspora. Das aber sehr kreativ. Nico Kemmer. Letzter Jerk. Daubner. Oh, gut dagegen gehalten. Ben Smith. Oh, stark von Smith. Schau mal, gegen drei Leute setzt er sich da durch. Da muss man, Smith musst du auch mal rausnehmen auf Mannheimer Seite. Der hat jetzt nicht so viele Punkte, also so viel gepunktet wie in den Playoffs. 35 Punkte in der Hauptrunde. Genau, aber jetzt in den Playoffs geht er richtig ab und er hat einen 6-Punkte-Storage. Look, Adam. Adam durch, nicht vorbei an Danny Austinberg. Ganz kurz noch zu Smith. Also, ich komme nahe dazu. Ja. Mannheim zelebriert im Moment diese 2:0-Führung sich. Ja. So, es sind Strafe die Strafzeit. Jetzt ja. Gegen Adam. Richtig gesehen. Waller Seidenberg den Schläger aus der Hand buxiert. Und da können wir ganz kurz auf Smith kommen. In 13 Spielen in den Playoffs hat er 7 Tore und 7 Assists gemacht. Aber wann, ist die Frage. Und die meisten hat er gemacht in den letzten 6 Spielen. Also, wenn es richtig drauf ankommt. Ja, der 4 Treffer erzielt, 4 Assists, 8 Punkte in den letzten 6 Spielen. Zeigt einfach, wie er zum richtigen Zeitpunkt für Mannheim nochmal Energie reingebracht hat und Scoring. Auch bester Finaltorschütze derzeit mit 3 Treffern in dieser Serie. So, die große Chance jetzt für München, in Überzahl zu agieren und sich oben hinzuschreiben. Das wäre wichtig für München, wenn sie hier im Finale nochmal mitreden wollen. Von Jackson stellt Elis Hager Mauer. Wolf und Seidenberg in diese Überzahl. Wir haben oben die Powerplay-Quote eingeblendet. Nur ein Treffer bisher in der Finalserie auf Münchner Seite. Krankmauer. Dennis Endras, Michi Wolf. Larkin gegen Mauer. Da fliegt Kremmer an von hinten, macht Druck auf Seidenberg. Gut geklärt von Seidenberg. Sehr unangenehm, wenn da einer kommt mit so viel Geschwindigkeit und deine Leute noch nicht anspielbereit sind. So, Aufbau passt, aber wieder ist Kremmer sofort am Steinführenden. Und der nächste Konter. Garrett Festerling. Auch hier sehr schön abgepfiffen aus den Birken, wollte da eigentlich weiterspielen. Aber auch da ist es wieder Kremmer. Einer, der viel Energie reinbringt, der oft gar nicht so auffällig ist, weil er nicht die ganz großen Torschancen sich 10-mal im Spiel erspielt, übertrieben. Aber in Unterzahl, hart ist, auf den Körper geht, immer, auch wenn es nicht so läuft. Und dadurch, für seine Mannschaft, durch die Geschwindigkeit, die er hat, unheimlich viel, man sagt das immer, Energie wirklich draufbringt aufs Eis. Und auch auf Dauer einer ganzen Saison. Nico Kemmer ist ein Spieler, den man aus Köln geholt hat, mit dem Pavel Groß viel und lang gesprochen hat, um ihn zu verpflichten, ihm seine Rolle auch klar gemacht hat. Und einer, der eben seine Rolle, die jetzt vielleicht nicht die auffälligste ist, aber annimmt und zu 100% aufspielt. Mitchell, guter Stock von Endras. Pass kommt deshalb nicht an. Joslin, Mats Christensen. Derek Joslin, Matt Stajan. Aufstellung jetzt bei München gefunden. Joslin. Ist leicht verändert. Oh, auch hier Festerling passt gut auf. Passidee war richtig. Neuaufbau über Christensen. Auch hier blaue Linie gehalten. Marcel Gott, Puck weg. Andi Eder. Andi Eder mal durch. Unterstützt von Meinschein. Und jetzt kommt Luke Adam wieder zurück. Mannheim komplett.
Schnell gespielt nach vorne zum Einschein. Mani Eder geht nach. Und dann war es in dieser Überzahl eben wieder nur eine ganz gute Torchance. Der Schuss von Jocelyn. Button. Lempel. Auch das ist so ein Ding. Egal wo München hinspielt, Mannheim ist schon da, hat man das Gefühl. Letzte Minute im ersten Drittel. Matthias Plachter. Oh, schön in den Raum gelegt für Eisenschmidt. Der hat Geschwindigkeit. Eisenschmidt, Strafe wird es geben. Gegen Andrew Botnarczyk. Ja, die Strafzeit muss Botnarczyk nehmen, sonst wäre Eisenschmidt durch gewesen. Er war anscheinend nicht ganz letzter Spieler, sonst kannst du sogar noch über den Penalty nachdenken. Aber er war nicht letzter Spieler. Deshalb zwei Minuten. Es war gut gespielt vom Plachter in der neutralen Zone. In den Raum gelegt. Und Eisenschmidt voll mit Geschwindigkeit gekommen. Das ist das, wo du als Verteidiger wie Botnarczyk ja eigentlich stehst und musst versuchen, dann die blaue Linie eigentlich zu halten, wenn dann einer da eben voll reinsteht. Kommst du nicht rein, deswegen muss er die Strafzeit nehmen. 41 Sekunden noch Überzahlspiel für Mannheim. Wolf hat da gutes lange Eck weggenommen, dabei Adam frei gewesen. Es war eine Chance für Hager. Auch da Matthias Plachter wieder mit Defensivgedanken. Ben Smith. Luke Adam. Nachschussmöglichkeit für Ben Smith. 10 Sekunden noch in diesem Drittel. Lechtivori, Luke Adam. Bogenlampe in Richtung Tor. Und damit enden die ersten 20 Minuten. Mannheim führt mit 2:0 durch die Tore von Marcel Gotsch aus der 6. und Cody Lampe aus der 12. Spielminute. Aus Münchner Sicht muss es heißen, frei nach Ben Gurion. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Kann es dieses Wunder noch geben? Ich frage mich erst, ich wundere mich, wer der Typ ist. Wer war das? Weißt du es? Oder hast du es nur mit aufgeschrieben, weil es ein guter Spruch war, Basti? Du kennst mich doch nicht. Ja. Rein geht's mit Überzahl. 1:19 noch. Botnarczyk auf der Bank. Mannheim startet in Überzahl. Und zwar von rechts nach links. Und hast du noch eine Antwort oder nicht? Ich habe die Frage vergessen. Kann München noch an das Wunder glauben? Ja, glauben müssen sie definitiv dran. Aber es ist einfach zu stark, was Mannheim insgesamt in der Serie anbietet. Und auch jetzt wieder im ersten Drittel. 16:6 Torschüsse. Sie sind aktiver, sie sind schneller und haben wieder zwei Dinger gemacht. Also München muss ihren Weg finden, zum Tor, Torerfolg zu haben. Weil das ist letztendlich das Entscheidende. In diesem Moment ganz genau. 110 Minuten im Finale ohne Tor. Der EHC Red Bull München. War oben am Netz von den Schiedsrichtern entschieden, deshalb abgepfiffen. War erst am Plexiglas, aber ist dann anscheinend noch oben weitergesprungen. Die beiden Teams die Möglichkeit durchzuwechseln. Ben Smith. Schnell gelöst mit zwei Pässen von Mannheim. Überzahlaufbau über Luke Adam. München versucht immer wieder durch Station und auch Mauer zu sehen, diesen Reverse-Pass in der neutralen Zone im Überzahlaufbau wegzunehmen. Ja, Elias bringt die Scheibe nach vorne. Station geht gut nach. Parks kommt dazu. In diesem Moment Botnarczyk wieder da. München komplett. Und Parks. Aus der Drehung. Dennis Reul. Gelungen.
Playmaker. Dennis Roll. Immer wieder findet Mannheim die Pässe für den Aufbau. So den Platz mit Geschwindigkeit durch die neutrale Zone. Guter Aufbau von der Seite jetzt Schorslen. Von Mitchell. Seidenberg. Ah, Idee war gut, das Ding da vorne rein zu packen. Hast gesehen, dass zwei, drei Leute in Richtung Endras auf dem Weg sind, in Richtung Tor. Aber auch da, gute Rebound-Control von Endras, der den Rebound, den er geben muss, wenn er aufs lange Eck geht, nicht vor sich hinlegt, sondern weiterleitet in die ungefährliche Zone. Hier sehen wir nochmal, genau, Schuss geht da aufs lange Eck und dann können wir den auch nach vorne weggeben. Aber die Idee ist natürlich, ihn sofort eigentlich weiter nach außen zu bringen, wo keiner ist. Insgesamt Endras, muss man sagen, Basti, sehr starken Leistung. Ist eine Sache, die der Torhüter natürlich mit seinen Schonern immer wieder kontrollieren kann. Wir blicken darauf, Dennis Endras. 4 Playoff-Shutouts, Rekord von Boris Rousson von vor 19 Jahren eingestellt. Ist mit der Quote nur im Finale von 96,55, also mit der Fangquote, reingegangen. Hat er noch weiter ausgebaut bis jetzt. Das ist ein hervorragender Wert. Dennis Endras als Torhüter in seinem dritten Finale. Mit Augsburg 2010 und 2015 seine erste Meisterschaft mit den Adlern. Auch hier, es ist natürlich für ihn momentan auch durchaus dankbar, solche Dinger zu halten, weil man hat es gesehen, vorm Tor die Verteidiger von Mannheim räumen, die Stürmer von München raus, alle weg, die da sind. So, da oben schon Seider dagegen und auf der linken Seite werden die aus dem Weg gepusht, sodass Endras komplette Sicht hat und das Ding auch festhalten kann. Das ist auch das, was wir immer wieder angesprochen haben, Basti, so sehr Mannheim vielleicht in der Offensive schon 12+2 Tore erzielt hat, also 12 zuvor, heute 2 dazu 14, und wir loben die, aber sie arbeiten genauso kompakt nach hinten und machen die Arbeit auch hin. Immer wieder auffällig, ein Matthias Plachter, eigentlich ja so ein Offensiv-Freigeist mit exzellentem Schuss, Torabschluss, einer, der Tore schießen will und kann, er opfert sich wirklich in diesem Finale enorm hinten auf mit geblockten Schüssen, immer wieder guter Arbeit nach hinten. Das heißt, insgesamt macht es die Mannschaft Dennis Endras natürlich auch sehr leicht. Abseits angezeigt, ja. Schieden, dass Bodnarczyk die Scheibe nach vorne wieder reingebracht hat. Das hat Bulli an der blauen Linie. Gewinnt David Wolf. Lacht er dabei. Situation. Wow. Und das 3:0. Also, ganz ehrlich, da muss man wow sagen. Das ist stark, das muss man anerkennen. Es geht in der neutralen Zone los mit David Wolf. Mit einem überragenden Pass darüber sehr früh. Und Plachter setzt das Beste, was er hat, seinen Schuss ein. Von Bulli weg, wieder Wolf, so wie er schon ein paar Mal gemacht hat. Von Bulli weg, des eingeleiteten Treffer, arbeitet da wie ein Schwein. Und so, Plachter da kommen rein. Wir genau an dieses Tor. Nach 5 Sekunden dieses Rekordtor von Plachter zu Beginn von Spiel 3. Und da sind wir auch wieder bei diesem Setplay, dass die Stürmer, die Außenstürmer, bei jedem Bulli von Mannheim nach vorne gehen, auf die zwei Verteidiger drauf. Und Mannheim springt die Scheibe, dann musst du schnell sein. Aber die Außen haben ihn nicht weggenommen, beide nicht weggenommen. Und dann sind sie zu stark im Kollektiv. Das ist zu schnell, das ist zu gut. Das ist zu gut gepasst und zu gut geschossen. Das ist stark. Also eigentlich ganz gut, mit deinen Worten. Das muss man auch anerkennen, das ist nichts gegen die Münchner Mannschaft. Sondern was Mannheim spielt, ist einfach eine Nummer besser in den Finals. Es scheint, als ist es in diesem Jahr eben das
perfekte Gemisch, das perfekte Hockey. Und Pavel Groß scheint hier seine Trainerweisheit mit den Künsten der Mannschaft einfach gut vereint zu haben. Kremer kriegt 2 Minuten bei der Aktion eben gegen, gegen Münchner Spieler halten. Überzahlspiel für München. So, wir sagen es schon lange, das ist jetzt so eine Muss-Situation für München. Hier, das ein Halten an der Schulter oben gegen Jakob Meinscheid. Meinscheid war es, ja. Ja, irgendwann muss halt dann auch mal. Auch hier wieder von Bulli weg. München mit dem Puck. Guter Seitenwechsel auf Seitenberg. Patrick Hager. Aufstellung gefunden bei München. Ah. Aggressiv wieder mit dem Stock, mit dem Körper dazwischen. Ja. Ben Smith. Kleinigkeit, einmal ungenauer Pass. Smith erkennt es sofort und geht dazwischen. Nuancen, Kleinigkeiten, aber richtig reagieren. Die sich summieren. Auch das ist richtig. Wenn einer gut ist in der Addition, dann du. Sprach Mathematik. Seidenberg. Platz für Elis. Ah, Elis, Schuss kommt. Und vor dem Tor Hager gut gestanden, der da weggeräumt wird nach dem Pfiff. Es war jetzt gut. Schnell, geradlinig gespielt. Dieser Angriff von München, schöner Pass von Seidenberg rüber auf Elis. Hager packt sich gut ein. Aber Seidenberg gibt den Rebound mit. Endras, bei Endras. Entschuldige, das weißt du. Wenn du alles ins Tor stellst. Ja. Bad Stage. Das sind Elis. Auch hier spielt er gut in den Raum für Parks. Stage. Mannheim sehr tief in dieser Unterzahl. Mitchell. Maran Stage nochmal mit dem Diagonalpass, den Mannheim zumacht. Ja, in der Box kann drüben nicht direkt abziehen als Linker, wenn ihm Mitchell das Ding rüberlegt. Parks wäre eigentlich in der Mitte, der den Direktschuss auf Kurz will. So, da in der Mitte wäre Parks, da soll er eigentlich hin. Oder von oben abgefälscht. Jocelyn. Erneut abgeblockt der Schuss. Wieder Parks eigentlich in der Direktschussposition. Jetzt zu sehen, das ist für Station, der hat wirklich trotz einem Mann mehr keine Anspielstation. Und damit muss man wieder außen rum. Mitchell, Stagen, jetzt in anderer Position. Schön gespielt. Findet Jocelyn. Stark gemacht. Beste Möglichkeit für München. Aber auch hier wieder Endras. Parks jetzt in dieser Position für den One-Timer. Und da ist das Tor für München. Auch hier genau mit Ablauf der Strafe. Und Trevor Parks mit seinem ersten Tor in der Finalserie. Und da hat München wirklich viel dafür investiert. Andauernde Positionswechsel, vor allem von Parks. Der hat sich ungefähr 10-mal freigelaufen auf allen Positionen. Und dann hat er es anders gemacht. Er ist rechts außen geblieben zum Direktschuss. Bleibt da rechts oben. Und dieses Mal ist der Direktschuss eben da bei diesem Querpass, der vorher nicht da war. Den nimmt er zwar nicht, geht aber 2 Meter rein und trifft. Zweiter Powerplay-Treffer in der Finalserie für München. Erster Treffer heute Abend. Und damit darf man gespannt sein, ob die Hoffnung zurückkehrt ins Münchner Spiel. Nach fast 115 Minuten hat man in dieser Finalserie wieder das Tor erzielt, das so sehnlichst herbei forcierte mittlerweile. Und da ist Hager, der kommt etwas zu weit, schwer anzunehmen, aber es sind diese Momente. Puck gewinnt schnell nach vorne. Einer lauert, einer wartet.
Zwei Lurren noch. Und jetzt schauen wir uns den Treffer nochmal an. Das ist der Positionswechsel. Links außen Parks, der jetzt aus dem Bild rausläuft. Und dann der Querpass von Station rüber. Zwei Schritte aufs lange Eck und drin. Geht viel auf Parks, der da wirklich viel investiert hat, insgesamt gesehen in diesem Überzahl. Viel Bewegung. Marcel Gottsch für Hungerecker. Andrew Bodnarczak. Scheibe geht nach vorne. Mitchell. Die war gut, Elis wäre da drüben gekommen, aber war zu ungenau, dieses Abspiel. Rein Ball. John Mitchell. Seidenberg. Ist Wolf. Ja, der bekommt die Scheibe jetzt. Michi Wolf kann noch einen Schritt gehen. Michi Wolf. Guter Block. Katic. Mark Katic. Objektiv gesehen tut der Treffer natürlich absolut im Spiel gut, weil das auf der einen Seite für München ein bisschen Energie reingebringt, das Spiel ein bisschen ausgleicht und das Niveau insgesamt hebt. Vielleicht auch wieder offener gestaltet, die Partie. München ja im Finale vergangenes Jahr. Fast in identischer Außenpfosten. Identische Situation, 3-1 Führung gegen die Eisbären. Zu Hause alles angerichtet und plötzlich steht die Serie 3-3. So, Buchtaler. München setzt sich mal fest im Drittel von Mannheim. Sandra Daubner. Martin Eisenschmidt für den langen Pass, der kommt aber nicht. Larkin versucht's. Ja, und Smith geht. Das war der zweite, der da vorne mit drin war. Rausgekommen. Also auch da war das Zusammenspiel wunderbar zu sehen. Eisenschmidt, der sich als erster anbietet. Dann aber zurückgeht. Colori geht dafür, der lässt nur prallen. Ja. Und Ben Smith. Genau. Also von die Laufwege, die Abstimmung insgesamt. Vom Wechsel weg, muss man sagen. Hinten drin drei und die anderen zwei vorne gewechselt, die sich da vorne angeboten haben. Nadi Ida. Einmal Ausflug, der aus dem Birken, da muss er hin mit der Kelle. Hat er gut gemacht. Und auch hier die Chance an den Außenpfosten. Auch hier mal zu sehen, wie schwer es ist, da den Schuss durchzubringen, weil da 4, 5, 6 Leute in der Schussbahn stehen. Cody Lampel. Andrew Dishardy. Lampel. Matthias Plachter. Dishardy in den Rückraum, diesmal gespielt für David Wolf. Oh, aber gut. Der Pass von Plachter auf Larkin aufs lange Eck. Der immer noch tief ist als Verteidiger. Gottsch. Hilft ihm hinten aus. Er hat jetzt den Puck, Gottsch. Und jetzt kommt Larkin zurück auf seine Position. Larkin war jetzt lange vorne und trotzdem einer hinten drin, der einfach absichert. Nico Kremmer. Eder Christensen. Ja,
auch das von der Denkweise ist gut, von der Idee gut von München. Aber jetzt ist er 3-2 Konter für Mannheim. Hemmer, Hungerecker. Nico Kemmer gegen Keith Olli. Wieder Kremmer. Oh, der windet sich gut um die Bande hinten. Schön gemacht. Aus der Drehung. Und der Nachschuss. Und das Tor. Tommy Huchtala, 4-1 Mannheim. Aber auch dieses Tor. Lange vorbereitet, lange vorher stattgefunden. Die Druckphase. Und man muss ihn da herausheben, Nico Kremmer. Die Arbeit, die er da hinter dem Tor, an der Bande, immer wieder weitergemacht hat, nicht aufgehört hat. Also Kremmer geht jetzt drauf mit der 21 da hinten. Holt er sich die Scheibe, ist aber vorher eigentlich schon losgegangen, wie er das macht. Geht dann nach oben, findet den Weg aus der Drehung zu schießen. Und dann springt die Scheibe schnell hinterm Tor. Und Huchtala reagiert schneller. Aber zuvor die Arbeit, sich hier durchzutanken, die Scheibe aufs Tor zu bringen. Die Vorarbeit geht definitiv an Kremmer. Hat er auch davor schon gearbeitet, ist da rein auf den Körper gegangen, wie du es angesprochen hast. Seine Spielweise und hat sich damit mit der Vorlage auch belohnt. Viertes Tor in den Playoffs für Tommy Huchtala. Man muss sagen, nachdem München da den Treffer gefunden hat, wieder eine Antwort, eine relativ schnelle Antwort von Mannheim. Parks zieht ab. Minuten. Ja, war gut von Parks. Spiel wird besser, Spiel wird offener. Mehr Bewegung drin, Botnarczyk. Nächster Block, Ben Smith. Drei Tore hinten, Hälfte des Spiels vorbei. Aus Münchner Sicht kannst du, musst du ja jetzt schon mit diesem Desperation Hockey anfangen. Sprich, ja, geh, macht, versucht einfach. Aber es geht an die Substanz. Man sieht es auch beide Mannschaften, wie sie sich bewegen, wenn der Puck mal weg ist, wie hier. Also dieses Tempo, diese vielen Zweikämpfe insgesamt für die Finalserie, merkt man, dass er an die Kraftreserven geht. Jetzt fährt Endras rüber zur Bank von Mannheim. Da ist irgendwas mit Helm passiert. Ist jetzt drüben. Hat aber vorher im Schiedsrichter gesagt, deshalb gibt es keine zwei Minuten. Bloß kurz zur Erklärung. Normalerweise darfst du nicht über die rote Linie drüber fahren, Basti. Ich bin begeistert, dass du das weißt, dass der Torhüter, auch wenn er ein Problem hat, tatsächlich und zur Spielerbank fahren will. Er muss den Schiedsrichter tatsächlich um Erlaubnis bitten, beziehungsweise ankündigen, dass er da hin will. Sonst gibt es nämlich zwei Strafminuten. Er tatsächlich zwei Minuten. Aber ist schnell geklärt worden mit der Maske. Irgendwas am Halsschutz hier unten. Stimmt da wohl nicht, aber geht gleich weiter bei Indras Seidenberg. Christensen. So, Mauer hat Platz. Ah, im Liegen. Luke Elle mit dem Stock geblockt. Da passt er dann auch vieles. Also wenn es mal läuft, dann läuft's. Cody, just real quick, Cody Lempel is here. Cody, I mean, it's like always, you guys always know how to punch back. I mean, it's just two good teams going at it. So, you know, we just got to make sure that we keep doing our job and skating. And I mean, because they're coming up. So far. Exactly. Yeah. Thanks. Konsti. By Trevor Parks. Trevor, after your goal, it seemed that the hope, the belief is back in the game, but then they answered again. Why don't you get so much pressure on them consistently? I don't know. We hope that goal's kind of changed the tides here. They got a goal, they hemmed us in our end, you know, and we got to do more of that to them. I think we just got to keep pushing. This group is not going to give up. We're going to embrace the adversity, try to go get one here in the last 8:32 and see what happens, but we're not quitting. Thank you. So, wichtigste Aussage von Trevor Parks. Diese Mannschaft gibt nie auf und diese Mannschaft wird immer weitermachen.
4:1 führt die Mannschaft von Pavel Groß hier. 8 Minuten 32 vor Ende. Zweites Drittel mit einem Sieg würde sich Mannheim zum deutschen Meister im Eishockey 2019 krönen. Die 99. deutsche Meisterschaft, die ausgespielt wird. In diesem kurzen Break gerade Matthias Plachter gekommen zu Dennis Endras, hat ihm eine neue Maske gebracht. Komplett gleiche Maske, zweimal wurde aus der Kabine geholt. Also jetzt mit Ersatz, der aber genauso aussieht wie die Eins. Seidenberg, Mitchell. Seidenberg. Joslin gegen gut, Larkin. Gut gemacht von Joslin, der da ganz tief geht, um die Scheibe so im Drittel zu halten. München versucht da jetzt Druck zu machen. Da wird Mitchell rausgedrängt aus dem Drittel. Und München, auch das weiß man. Das ist tatsächlich nicht, was Trevor Parks nur gesagt hat. Wir sind eine Mannschaft, die nicht aufgibt. Das sind Worte, ja, aber es ist tatsächlich eine Mannschaft, die immer weiter. Ja, das hat man auch in den letzten Jahren, glaube ich, gesehen. Auch in der Champions League hat man das gesehen. Muss man klar sagen. Es ist auch eine Mannschaft, die mit Druck gut umgehen kann. Allerdings muss man sagen, so ganz kurz, war ein kleiner Pass hier, aber zu stark. Aber dieser Rückhandpass, eben hinausgespielt von Mark Kartic auf die rote Linie. Ja, ich hab's, hast du das gesehen? Ja, Kartic ist für mich in diesen Playoffs von der Übersicht her wieder die Scheiben verteilt. Absolute Granate auf Mannheimer Seite. So, Parks geht vorne wieder, bietet sich an. Eisenschmidt, Pass für Koloric. Hinten wäre Festerling gekommen, wollte die Scheibe. Mit Stagen. Stagen. Ah, noch eine Chance, Stagen. Ah, das ist eine Strafzeit. Wird eine Strafe ja gegen Stagen geben und vielleicht nicht nur das. Lehtivuori. Klar, Attacke gegen den Torhüter. Also er wird nicht reingeschubst, muss man klar sagen. Er hat zwar die Geschwindigkeit und er wird sagen, er konnte ausweichen. Er geht trotzdem Torhüter im Torraum an und damit ist eine Strafzeit sofort gesehen von beiden Schiedsrichtern. So, Stagen kommt da. Geht nach vorne, schießt und will der Scheibe nachgehen. Und nimmt das billig in den Kauf, dass er den Torhüter reinlauft. Das ist keine Frage. Er vermeidet diesen Kontakt definitiv nicht. Sehr faire Partie heute auch wieder von beiden. Auch für die Wichtigkeit wieder. Und so hart beide Mannschaften auch spielen können. Es ist alles mehr als im Rahmen. Kurz. Das Strafmaß hier wohl sein wird. Stagen, 2 Minuten Behinderung am Torhüter. Zwei Minuten übertriebene Härte. Plus 2. Nummer 6. Mannheim. Also das heißt, es wird Überzahl geben für Mannheim dadurch, weil 2 plus 2 da brauchen wir noch auf grüner Seite und 2 Minuten Strafzeit auf Mannheimer Seite ausgesprochen wird. Muss noch ein Spieler von München auf die Bank. Deshalb ist nochmal die Strafbank aufgegangen. Stagen dachte, er hat die Spieler auch bekommen. Ist eigentlich aufgestanden, wollte wieder runter und raus. Ist aufgehalten worden. Sitzt jetzt wieder da. Also es war sicherlich keine Spieler, aber 2 Minuten, absolut richtig. Läuterbehinderung. Und damit Überzahlspiel von Mannheim. Aber Groß sucht nochmal das Gespräch mit den Schiedsrichtern. Einmal diese Aktion. Noch da, das ist ein klarer Schuss, das ist eine Top-Chance und Stagen trifft da schon den Puck nicht richtig.
Ja, weil es ihm auch da verspringt, da kann er nichts dafür. Aber das sind halt kleine Unterschiede, wo auch manchmal was mit Reaktionsschnelligkeit zu tun hat. Dann bin ich wieder beim Thema mentale Frische und so weiter, was wir schon ein paar Mal besprochen haben. So, Wolf jetzt nach wie vor sehr aktuell ist. Wolf jetzt ganz vorne im Aufbau im Drittel von München, kommt jetzt erst rausgefahren. Koloric, Katic, Koloric und in die Schardin. Und auf links steht Eisenschmidt für den One-Timer. Wenn sie aber gut wegnehmen, die Münchner, insgesamt gesehen schon in der Finalserie. Koloric. Guter Check von Hager gegen Eisenschmidt. Einmal Eisenschmidt. Auch hier wieder gut weggenommen von Potnacak, da sind sie vorbereitet. So, jetzt aber die Schadens. Gut gelöst, Spiel nochmal geöffnet für Koloric. Die Schadens wäre am langen Eck frei gewesen, gut rausgenommen von München. David Wolf. Katic. Koloric und Deni Aussinger. Also das war jetzt ein sehr hochklassiges Überzahlspiel, aber genauso hochklassiges Unterzahlspiel. Mannheim hat da versucht, die ganze Zeit die Positionen, die Winkel zu ändern, München wirklich auszuschauen. Und München hat es wirklich verstanden, da hundertprozentig auf der Höhe zu sein und mitzugehen. Das ist eine Kleinigkeit gewesen, aber wunderschön anzuschauen. Da sind wir tatsächlich beim Zentimeterspiel auf dieser großen Eisfläche. War wirklich wunderschön. Also das ist das Lehrbuch von beiden Mannschaften eigentlich. Wie du spielen möchtest in Überzahl und wie du es auch wegnimmst dann. Kann ich mich auch schon für vieles begeistern. Aber das sind so Nuancen, da wo du Zentimeter wegnimmst, obwohl die Scheibe da gar nicht hingeht. Aber das musst du erst machen. Da musst du bereit sein dazu. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ein bisschen ruhiger. Wieder. Kurz zumindest. Larkin. Olli. Da geht die Scheibe nicht nach vorne. Es kommt kein 2-1 raus, weil Larkin halt irgendeinen Weg noch findet, die Scheibe der blauen Linie zu halten. Hier Ben Smith wieder mit dem Stock im Pass von Mitchell. Und Andi Eder wieder da. Ja, Schnüger gut. Steht die Unterzahl. Von Wolf die Scheibe nach vorne gelegt. Ist zu weit außen geblieben. Weil da ist Eder gerade von der Strafbank gekommen. Vasegoc. Jocelyn. Andi Eder. Gutes Direktspiel jetzt schnell über die neutrale Zone. Dann hakt es wieder an einem Pass. Mikkelsen dieses Mal gut in der neutralen Zone reagiert. Eder hat keine Anspielposition, muss wieder querlegen. Und Festerling jetzt in der neutralen Zone am Gegenspieler dran. München versucht jetzt diesen langen Pass durch die neutrale Zone zu forcieren. Fast drei Mann, die da abhauen vor den Verteidigern. Deswegen auch hin und wieder noch einmal der Querpass hinten, weil man eine kurze Anspielstation nicht hat. Jetzt dazwischen gegangen, Andi Eder. Parks hätte das Ding gebraucht aus Münchner Sicht. Er wollte es auch haben. Sich lautstark beschwert, dass er es nicht bekommen hat. Aber auch da, es ist einfach gut, was Mannheim in der neutralen Zone macht. Diese Verteidigung müssen sofort auf den Mann draufgehen und die blaue Linie verteidigen. Und insgesamt ist das Spiel von Mannheim halt auch in einer unglaublichen Konsequenz und ohne eine echte Schwächephase tatsächlich über die ganze Serie weg. Gebe ich dir auch recht in dieser Serie definitiv. Das haben wir vielleicht noch im Viertelfinale gesehen, auch im Halbfinale gegen Köln. Ohne dass sie aber dadurch Probleme gekriegt hätten. Weil sie immer wieder einen Weg gefunden haben, zurückzukommen. Und insgesamt muss man auch sagen, wenn man sich die ganze Saison anschaut, da ist schon ein großer Reifeprozess zu merken gewesen, der jetzt gipfelt im Finale. Du machst mich sprachlos. Ich will jetzt besser auch. Moritz Seider. Auch hier, richtige Entscheidung von Seider. Legt das nach vorne. Oh, also. Wow, wow.
Für das hat man unter anderem auch das Icing irgendwann mal so erfunden, dass man so ein Laufduell eigentlich möchte. Aber man hat entschieden, das kommt jetzt auch nicht drauf an, man hat entschieden, dass es keines ist. Aber von Idee her richtig angeboten, von Seider hinten, den langen Pass. Und auch Wolf, der sich da einschaltet. Ausgelaufen wird das Ganze ich jetzt abgewunken jetzt an den Hashmarks. Um regelgetreu zu bleiben, ja, auch für die Refs, wenn die auf gleicher Höhe sind an den Hashmarks, dann wird das abgepfiffen. Ja. Zu sehen, das ist schon. Da kommt es aber auch darauf an, wer als erstes an die Scheibe geht. Es kommt nicht auf die Bodyposition drauf an, sondern wer als erstes zur Scheibe geht. Springt sie links raus, wird der links näher an die Scheibe kommen. Aber es sind Nuancen, Kleinigkeiten, da muss man wirklich uns heute nicht drüber aufnehmen. Passt schon gar nicht. Bitte? Aber es sind Sachen, die im Eishockey diskutiert werden. Ja. Ich wollte es eigentlich damit sagen, es ist nicht spielentscheidend heute. Ich finde auch, dass die Schiedsrichter heute eine sehr gute Partie leiten, auch im letzten Spiel schon. Kann man auch mal sagen. Ich finde auch, dass sie keine gute Partie leiten. Dann sage ich es auch. Höre ich es zwar die ganze Zeit wieder, aber... Schwierigkeiten hier, auch weil Luke Adam da wieder so konsequent vorcheckt. John Schöner Mitchell, Pass, das war ein guter Pass hinten raus. Wolf kommt von Yasinelis. Aber dann wird er weggetrieben, Mitchell, und hat nichts mehr, muss es wieder tieflegen. Jetzt geht wieder das Kämpfen los von München. Und Mannheim von der Mitte raus verteidigt da wieder sehr stringent. Jetzt hörst du aber noch auf. Daryl Boyle. Ja. Pass kommt gut. Tobi Eder. Er wollte auf Meinschein auf den Tipp spielen. Das ist schon alles gut, aber man muss auch eins sagen, manchmal hat man auch Scheibenglück. Vielleicht hat München auch die Jahre zuvor immer wieder mal ein Scheibenglück gehabt, das brauchst du. Jetzt vielleicht noch ein Tor von München. Andi Eder. Da war es, die Scheibe geht durch zu Eder. Das brauchst du aber manchmal auch. Vorlage kam von Bruder Tobi und bringt München hier 1:33 vor Ende, zweites Drittel. Auf zwei Tore heran. Zeitlich ein wichtiger Treffer für München. 1:33 vor Ende. Hier, dieses Mal geht die Scheibe nicht raus, weil sie eben anders springt. Und dann entscheidend, einer eigentlich dazwischen von Mannheim, Smith, der die Scheibe hier nochmal abfälschen möchte. Hier geht sie schon nicht raus. Smith möchte es teilen. Jetzt abfälschen, liegt sie aber mehr oder weniger an die Eder auf. Und er macht dann das Ding zum 2:4. Erster Playoff-Punkt für Tobi Eder. Erstes Finaltor für Bruder Andi. Marco Schreiber, der Betreuer bei ihm. Gutes Direktspiel. Stagen. Und zwar auf 1-Situation München. Wieder deine Nuancen. Rick 2-auf-1-Situation. Pass kommt nicht an. Chance weg. Und wir gehen hinein in die letzte Spielminute des zweiten Drittels. Seidenberg, Jocelyn. David Wolf. Seidenberg. Also wir können schon mal sagen, ein Drittel des in sich gehabt hat, jetzt vielleicht Zeber. Nochmal die Möglichkeit für die Schaldens. Drüben steht Wolf für den One-Timer, den er auch bekommt. Guter Save von Denny aus den Birken. Zweimal hat es Mannheim verstanden, den Vorsprung auszubauen, aber auch zweimal hat es München verstanden, zurückzuschlagen. Und deshalb geht das Drittel 2:2 aus, ist in Ordnung und macht das letzte Drittel nochmal zügig. Spannend. Und es zeigt auch, dass München, der noch amtierende Meister, noch nicht aufgesteckt, noch nicht aufgegeben hat in dieser Finalserie 2019. 40 Minuten gespielt. Mannheim führt gegen München mit 4:2. Und damit zurück hier in der SAP Arena. Genauso sieht's aus, lieber Sascha und Rick. Es geht jetzt darum, eigentlich tatsächlich 20 Minuten noch zu spielen. Wer schießt das nächste Tor? Macht Mannheim weiter. Fast fehlerfrei diese Mannschaft
über die Saison, über die Playoffs, vor allem in dieser Finalserie. Oh, da beginnt das große Zittern. Sollte das Team von Don Jackson hier noch ein Tor erzielen? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn München zum dritten Treffer kommen würde, 4-3 steht's, dann wird Mannheim vielleicht nervös werden. Das ist auch der Hoffnungsschimmer, den die Münchner haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war sehr souverän. Und sie haben zwei Tore Vorsprung. Die Mannheimer, was sie insgesamt abgeliefert haben, wir werden sehen. Das Drittel wird es bringen. Und damit hinein in den vielleicht letzten Abschnitt dieser Saison. München weiß, Mannheim blau. 20 Minuten zur Meisterschaft oder 20 Minuten, um diese Serie noch einmal nach München zurückzuschicken. David Wolf. Und Basti, wir wollen es noch mal ansprechen, einfach nur, damit man es mal gesagt hat, dass man so eine Serie drehen kann, auch so eine Spiele, so Entscheidungsspiele drehen kann. In der NHL vor kurzem die Vegas Knights gegen San Jose Sharks 3-1 in der Serie geführt. Und im Spiel auch noch 3-0 gedreht. Bis 11 Minuten vor Schluss. Und sowas Ähnliches hat ja Mannheim auch mal erlebt, hier zu Hause. Wir blicken noch mal auf die Tribüne. Conny Abelshauser, Maxi Kastner, verletzten Spieler von München, allesamt mit dabei hier in Mannheim. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Mannheim hat eigentlich von der Art und Weise, wie sie spielen und wie sie immer wieder Antworten finden in der Saison, in den Playoffs und auch in den Finals bisher gezeigt, dass sie mental da stark genug sind, da auch nicht ins Grübeln kommen. Also ihrer Spiellinie auch treu bleiben. Tore wirst du abgeben. Sie zeigen im Moment diese sportliche Dreifaltigkeit, wo eben alles stimmt zwischen Torhüter, Verteidigung und Sturm. Eine Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, wie gehst du jetzt da rein? Was sagst du der Mannschaft? Ist es ein Gestalten oder Verwalten in diesen letzten 20 Minuten? Von Mannheim? Die gesunde Mischung zu finden, also, wahrscheinlich. Da kann ich dir sagen, weil es gibt kein Verwalten, wenn du Pavel Groß als Trainer hast. Da gibt es bloß einen Weg und das ist Vollgas nach vorne letztendlich, die Spielweise beizubehalten, immer das Gleiche zu spielen, ob du vorne oder hinten bist. Pavel wird da nichts umstellen. Die Frage ist, Don Jackson. Die haben 1 Minute 33 vor Ende den Treffer erzielt. Er hat es natürlich jetzt ausgenutzt, um seinen Jungs nochmal zu pushen, zu sagen, hey, da ist was drin und es zu befeuern, diesen Glauben in der Mannschaft. Aber du weißt auch, der Trainer kann ja oft sagen, was er will. Als Spieler hast du das Ding da schon stehen sehen und du hast ja in der Drittelpause gar einen ganz guten Vergleich gebracht. Was? Mit deinem blauen Auto. Ja, dass man nicht daran denkt, dass die Meisterschaft da ist. Das ist immer leicht gesagt. Jetzt geht erst bei David Wolf. Verspringt ganz kurz, dann ist Orli in der Schussbahn, aber Wolf mogelt sich da trotzdem vors Tor. Guter Pass auf Stage, aber auch gut verteidigt von Reul. Ja, man sagt es ja so oft, wenn man jetzt sagt, denke mal an keine eklige, fette Spinne. Was hast du im Kopf? Dann denkt jeder sofort an eine dicke, eklige Spinne. Ja, denkt nicht an die Meisterschaft. Du wirst an die Meisterschaft denken. Du musst das ausblenden. Gehört zum Sport dazu, mentale Stärke. Ah, Parks zieht er ab, aber abgefischt. Warten. Abseits. Herr Button hat da gemerkt, er hat ein bisschen Platz auf der Außenbahn. Er nimmt die Verantwortung. Die ganzen Finalspiele über schon auf Münchner Seite. Auch wenn er nicht die ganz großen Punkte geholt hat, ist Button für mich absoluter Aktivposten auf Seiten der Münchner. Und Parks löst sich für den langen Pass, aber rollt gut dazwischen. Dennis Reul walzt sich da vorne durch. Stark gemacht. Und holt den Puck wieder zurück. Das ist ja auch so.
Unsung Hero, sagt man ja gern im Neudeutsch. Ja. Das du auch mittlerweile oft bevorzugst. Dennis Reul, der ist immer unauffällig. Zwar nicht ob seiner Größe, aber ob seiner Spielweise. Das ist halt einfach ein guter Defensivverteidiger. Aber auch der zeigt so die Stärke der Adler. Da ist einfach kein Vorbeikommen an dem. Er kann auch kreativ hin und wieder spielen. Auch da stimmt halt diese Rolle, die er ausfüllt, und die spielt er so perfekt. Die Rolle, ja. Und ich muss sagen, vor allem bei Dennis Reul, fehlerlos in der Defensive. Dazu kommt, um auch mal so jemanden zu nennen, Marcel Gotsch. Ich habe das Gefühl, der hat sich jetzt wirklich jedes Spiel über noch gesteigert. Ja, hat dann auch wichtige Tore erzielt für die Mannheimer. Es kommt dann noch on top. München im Vorcheck. Weinschein in der Ecke. Auch da geht es um Zentimeter. Also die Halle feiert hier schon mal. Das kann man schon mal sagen. Bortacak. Komplette Halle hat die Hände hoch. Die Schardin. David Wolf. John Mitchell. Auch hier wieder Matthias Plachter, der hinten in der Verteidigerposition exzellent spielt. Guter Seitenwechsel jetzt auf Oli. Boyle ist es, Entschuldigung. Als Mittelstürmer von Mannheim sich nochmal mit den beiden Verteidigern besprochen. Von Bulli. Eisenspitz. Olli. Christensen. Eric Boyle. Ja, gut. Nach vorne auf Hager gespielt. Hager 1 auf 1. Gut, schön abgewartet, Daryl Boyle. Guter und der Schuss. War richtig gut. Schön vorgetragen, gut abgewartet. Und Boyle, der hinten rauspasst, sich auch zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. So, wieder Blick auf die Maske von Dennis Endras. So, Boyle ist jetzt noch ganz hinten. Der zieht jetzt erst an, weil er sieht, ich kann da rein. War ein ordentlicher Strich. So, und es gibt eine 2 Minuten Strafzeit gegen Mannheim, gegen Gerrit Festerling. Einen Treffer hat München bereits in Überzahl erzielt. Das war das erste Tor, das sie heute abends erzielt haben, das 3:1 durch Parks. So, und das ist jetzt so eine Situation. Überzahl macht München jetzt das Tor, Rick. Und hier feiert eben schon alles. Gut gespielt in Unterzahl, wieder Marcel Gotsch. Auch jetzt wieder die Reihe um Parks auf dem Eis. Für München. Parks kommt aber nicht durch. Gut aufgepasst von Mikkelsen, schiebt die Scheibe wieder runter. Derek Joslin. Auch hier, Joslin muss den Punkt tief spielen, nachgehen, wieder Fehler an der blauen Linie, Huchtala, Kremmer geht mit, Huchtala, dann abgedrängt von Stajan. Sehr stark zurückgekommen von Stajan, er bringt die Scheibe jetzt nach vorne, über Joslin. Joslin, Stajan. Da muss er abziehen, Stajan. Ja, denn nun ist der Weg schon wieder zu. Das war zu kompliziert, was München jetzt gemacht hat, war eigentlich schnell nach vorne getrieben, der Puck. Yasin Elis. Elis mit der Rückhand. Tor! Und da ist das Tor für München. Patrick Hager. Nächstes Überzahltor. Drittes Tor. Eines zurück. Hoffnung
wieder da. So, und das war der große Unterschied im Angriff zuvor. Überstagen, zu kompliziert. Dieses Mal Elis, der legt nicht zurück. Der hätte auch einen oben gehabt. Aber der macht es mit der Rückhand. Schießt aufs lange Eck. Und dann reagiert Hager blitzschnell von hinten raus. Genau das Gleiche. Über die Position Station. Der hält hier den Puck, der muss den Puck halten. Findet aber die gute Übergabe. Und Elis legt jetzt nicht zurück, sondern schießt das Teil aufs Tor. Und Hager schiebt ein. Und jetzt wird es hier damit richtig haben spannend. Wir hier wieder ein Spiel. München kommt nach 0-3 und 1-4 wieder auf ein Tor heran. Und damit erzielt München hier in 45 Minuten in Spiel 5 genauso viele Tore wie bisher in der ganzen Serie. Und auch den Bann haben sie gebrochen, dass sie 9 Spiele nicht mehr als 2 Treffer erzielt haben. Erster Spiel wieder mit zumindest 3, vielleicht werden es noch mehr auf Münchner Seite Tore. Patrick Hager. Mats Christensen. Oh, gute Bewegung von Christensen. Kurt Mauer. Daryl Boyle. Block von Desjardin. Tor verschoben. Da sehen wir den Treffer nochmal. Elis entscheidet, dass er die Scheibe aufs lange Eck bringt. Und der Rebound dieses Mal zur Mitte reingeht, wo keiner an Hager dran ist. Station, Parks und Daubner. Bei München. Und wieder die Reihe von Marcel Gotsch, der jetzt im Moment mit Huchtala und Ben Smith auf dem Eis. Und auch das Pavel Groß, Marcel Gotsch sofort nach dem Pulli wechseln gegangen. Er bringt ihn also für jedes Defensivpulli hinten im eigenen Drittel. Marcel Gotsch ist ein sehr guter Pulli-Spieler. Seit jeher schon. Also wenn man so will, der perfekte Defensivstürmer an sich, Marcel Gotsch. Ben Smith. Gut abgegeben. Die Übergabe vor dem Tor. Im Liegen. Wird da weiter versucht von Huchtala. Zwei Top-Möglichkeiten für Huchtala. Einmal im Knien und einmal im Liegen. Aber Endras gut zugemacht, das lange Eck. Aus den Birken nehmen wir das. Ja. Entschuldigung. Dramatische Endphase, du musst entschuldigen. Hier gute Übergabe. Gute Übergabe von Ben Smith, Luke Adam und wieder. Schau mal, da liegt er. Kniet. Einmal, zweimal. Und dann kommt aber auch Daubner gut dazu und schiebt ihn entscheidend weg, aber aus den Birken. Bleibt da ruhig, bleibt da unten im Schoner, weit drüben. Perfekt, wie er dazu macht. Wichtiger Save für München. Also die Stimmung, auch wenn der Treffer von München gekommen ist, hat der Halle hier keinen Abbruch gemacht. Abseits. Das war ein Ticken zu schnell. Und so langsam aber sicher wird das hier schon extremes Gänsehaut-Feeling. Es ist Dramatik jetzt. Noch einmal diese Chance. Hier zweimal Huchtal. Perfekt reagiert von aus den Birken. Jocelyn. Yasin Elis, 2-auf-1-Situation. Ausgleich München! Yasin Elis! Erstes Finaltor, Yasin Elis! Und damit ist alles, womit hier gerechnet wurde, erst einmal wieder auf Null gestellt. Von hinten raus, langer Pass nach vorne. Drei Stürmer,
von den Münchnern, von den Mannheimern da gefangen. Und Elis macht es auch da selbst, übernimmt die Verantwortung und trifft zum Ausgleich. Aber Groß nimmt keine Auszeit. So, und vor diesem letzten Drittel, Rick, es war unser Thema. Macht Mannheim das fünfte, ist das vermutlich aus. Kommt München auf dieses eine Tor heran, schießt dieses dritte. Dann wird das mehr als ein Zittern, dann wird das mehr als ein enges Spiel. Und mittlerweile ist es jetzt wahrscheinlich ein absolutes Nervenspiel. Und damit kommen wir wieder dazu, wer hat die mentale Stärke, das jetzt wieder auf seine Seite zu ziehen. Ein bisschen mehr Schwung hat momentan München. Kommt schneller an die freien Scheiben ran. Aber jetzt geht erstmal die Schardins für Mannheim nach vorne. Gut abgelaufen. Von Hager. Roll geht nach vorne. Botnarczak erkennt den freien Punkt schnell. Auch hier nur der Versuch, die Scheibe schnell nach vorne zu treiben. Auf beiden Seiten momentan. Die Frage ist trotzdem, macht Mannheim im letzten Drittel etwas anders als zuvor? Sie haben zwei Sachen abgegeben und München hat dieses Mal die eiskalt ausgenutzt. Die zwei Dinger. Ansonsten erkenne ich nicht viel Unterschied, was Mannheim macht. Ich finde, München hat sich noch mal ein bisschen gesteigert. Hat mehr Energie, aber jetzt mal Eisenschmied wieder nach vorne für Mannheim. Westerling. Katic. Eisenschmied. Liegen ganz eng jetzt vor dem eigenen Tor. Und dann erlaubt der Weitschuss. Noch einmal das Tor. Yasin Elis plötzlich aus dem Gewühl heraus kreiert er diese 2-auf-1-Situation. Ja. Schuss, kurzes Eck. Weil er schneller in der neutralen Zone an die freie Scheibe gekommen ist und da die Geschwindigkeit mitgenommen hat, dadurch ist es ein 2-1 worden. Und er hat es reingemacht dieses Mal. Man hat ja auch im ersten Drittel auf Münchner Seite 2-1. War kein Schuss. Buchtala. Und Strafe angezeigt gegen München. Und damit wird Mannheim zu seinem fünften Überzahlspiel kommen. Ja, Pavel Groß hat seine Jungs jetzt nochmal um sich versammelt. Wir haben natürlich in dieser Phase jetzt auch mal genau auf die Coaches geschaut. Pavel Groß, der das ein oder andere Mal einen Schluck Wasser genommen hat, aber übrigens alles kritisch beäugt hat. Auch die Strafe von Festerling, die zum dritten Tor der Münchner führte. Da war er nicht wirklich amused. Aber ansonsten auch nach diesem Ausgleichstreffer, ich habe nochmal genau hingeschaut, er zeigt sich augenscheinlich unbeeindruckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch in ihm jetzt ein bisschen im Bereich des Kopfes umherschwirrt, denn er weiß auch, jetzt ist München wieder da. Wie sieht es bei Don Jackson aus, Konstantin? Unbeeindruckt ist ein gutes Stichwort, denn auch Don Jackson strahlt hier alles andere aus, als irgendwie aufgeregt hat. Er ist die Ruhe in Person, auch bei beiden Treffern. Keine Regung im Gesicht, sondern kurz was notiert, aber dann Zettel weggepackt und als die Jungs vom Eis kamen, da gab es dann Applaus. Und Aberglaube ist ein Thema, denn Don Jackson hat heute seine goldgelbe Krawatte von Spiel 1 an und das war doch eine Siegerkrawatte im ersten Spiel. Und damit jetzt zum Überzahlspiel von Mannheim. Das fünfte Überzahlspiel von Mannheim beim Stand von mittlerweile 4-4. Wieder so ein Ding, das Spiel auf seine Seite zu reißen. Eisenschmied kommt dieses Mal mal durch mit dem Direktschuss. War zuvor in den Überzahlspielen immer weggenommen, der Direktschuss von Eisenschmied. Die Schardins.
Es ist einer dieser Tage, es ist eines dieser Spiele in den Playoffs, bei denen man sagt, die Playoffs mögen doch bitte niemals enden. Denn genau solche Spiele machen diesen Thrill und machen diese Besonderheit dieses Formats aus. Eisenschmidt, Kartic. Schwer zu sehen für Austin Birken, der Schuss. So, Eisenschmidt kann abziehen. Abgefälscht, die Schardin. Gut verlagert noch einmal das Spiel von David Wolf für Koloric. Und er verzockt sich kurz an der blauen Linie. Kartic. Koloric. Hier schlau gespielt. Puck nicht tief in Überzahl, sondern zurück, um wieder geordnet aufbauen zu können und komplett durchwechseln zu können. Vielleicht die Vuori. Buchtala. Blachter. Blachter. Mauer dazwischen. Puck bei Luke Adam. Auch hier wieder schnell reagiert von Elis. Immer noch Elis. Der sieht diese Lücke. Und er kämpft sich die Chance in Unterzahl. Jetzt ist München wieder komplett. Blachter. Versucht es alleine. Schön abgelenkt. Liegt zurück für Ben Smith. Einmal Matthias Blachter, das ist gut gespielt und dann auf Ben Smith zurückgelegt. So, ganz schnell reingeschaut. München mit den San Jose Sharks. Momentum, Fragezeichen. Ja, das ist die Frage, was sie draus machen. Zurückgekommen sind sie schon mal in diesem Spiel. Parks geht nach gegen Mickelson. 8 Minuten noch zu spielen. Viele Fragen noch in diesem Spiel. Alles ungeklärt. Wer ist dieses Tor von Yasin Elis? Vielleicht so ein Tor mit Scharnierwirkung. Noch einmal für München. Daubner. Stajan. Und Trevor Parks. Gut reagiert von Mickelson, geht als erstes an die Scheibe. Kremmer im Zweikampf. Stajan. Da München gut nachgegangen. Stajan kommt allerdings zu Fall. Sonst hat Reul Zeit im Aufbau. Humaker, München in der Ecke dazwischen mit Jocelyn. Bei diesem Stand von 4-4 so insgesamt verändert sich jetzt noch mal das Spiel. Denn eigentlich, jetzt muss ja keiner mehr. Jetzt hast du erst mal wieder Zeit. Ja, wir sind ein bisschen wieder zurück zu Beginn des Spiels. Allerdings ist jetzt deutlich mehr Energie drin. Auch vor allem von Seiten der Münchner. Sehr, sehr ausgeglichen. Momentan mit Überhand für München, weil sie mehr Energie haben. Yasin Elis. Lempel dagegen, die Schardin. Matthias Blachter. Da München gut zurückgekommen. Ryan Button. War unter Druck noch gut gelöst. Hatte da keine Anspielposition auf der linken Seite. Button. Und jetzt abseits. Ja, das Bangen ist definitiv auf Mannheimer Seite wieder da. Torschüsse insgesamt. Das zweite Drittel war ausgeglichen mit 8-8.
Mats Christensen. Kolorik. Button mit viel Eiszeit bedacht heute. Das war gut mitgespielt von Endras. War nicht aber leicht. Hager, der nachsetzt. Jocelyn, starker Block von Huchtala. Ein Spiel, das seinen Charakter irgendwie nie verändert hat, von beiden Seiten. Das irgendwie fantastisch und verrückt zugleich ist, immer noch. Ja, jetzt haben wir gerade wieder sehr gute Partie von der Qualität hier von beiden Mannschaften. Du hast das Gefühl, beide Teams können sich nur Chance erspielen. So, Stage, der versucht es außen, kommt aber nicht an Roy vorbei. Trevor Parks, wieder für Stage. Dennis Seiden, Jannik Seidenberg jetzt immer wieder vorne mit dabei. Gibt den Verteidiger nahezu auf. Keine Strafzeit. Ben Smith. Phil Hungerecker, Derek Joslin. Und wieder Jannik Seidenberg. Hat kein alle drei Stürmer gleichzeitig zum Wechsel gegangen, hat er gut gelöst. Mannheim versucht da früh Druck zu machen. Hammer, Gottsch und Hungerecker. Jakob Meinschein. Daryl Boyle. Daryl Boyle mit Platz. Pass kommt an bei Jakob Meinschein. Also man muss sagen, der Druckgefühl von München nimmt zu. Nimmt jetzt noch mal zu, nachdem sie im letzten Spielabschnitt schon zwei Tore erzielt haben. Und sie sind auch wieder kompakter in den Zweikämpfen, setzen sich öfter durch. Gottsch, der jetzt wieder wechseln geht, der ist Bulli, wie du vorher richtig gesagt hast, nur in der eigenen Zone hat genommen. David Wolf, Larkin, kein Abseits. David Wolf, schön für die Schardin und dann Boyle. Wichtiger Stock von Boyle dazwischen. Mark Kartic. Kartic gut gemacht, aber auch da von Boyle gestört. München zieht sich im Moment sehr gut vor dem eigenen Tor zusammen. Matthias Plachter. Markus Eisenschmidt. Jack Kolorik, auch er findet den Weg nicht durch zum Tor. Weil geblockt war wieder mal die Scheibe von Münchner Spieler. Festerling. Festerling, Kolorik! Oh! Und dann so ein Save von Danny aus den Birken. Top-Möglichkeit für Mannheim. Schnell reagiert. Und er ist gut in Position. Dann schaut auch Jacks noch, wie hat er das gehalten. Aber er war schon mit der Fangart richtig. Er geht rüber, geht jetzt zurück. Fanghand raus, auf der richtigen Position, da geht's aber auch da rein. Aber du musst halt dann da sein, wenn du am nötigsten gebraucht wirst als Torhüter. Und das ist so eine Situation. Spektakulär. Lempel, die Scheibe in der neutralen Zone abgefangen. Finale Spiel 5, 4:4 zwischen Mannheim und München und keine drei Minuten mehr zu spielen. Ein Finale, das sich so langsam, aber sicher seinem absoluten Höhepunkt hier nähert. Huchtala. Lugene. Jonas Lehtivuori. Lugenem. Und Strafe gegen Huchtala. Gegen Huchtala. Wegen einer Behinderung. Offensivfoul. 2:22. Ja, Moment. Es gehen beide. Er hat auch auf Seidenberg gezeigt.
Also ich habe verstanden, dass beide gehen. Wir schauen mal auf Huchterla gegen Seidenberg. Hier kommt Groschek gegen Seidenberg. Das sind 2 Minuten. Er hatte erst auch auf Seidenberg gezeigt, aber nur die 2 Minuten von Huchterla angegeben. Hier richtig entschieden nach dieser Auflösung. München ist in dieser Partie. Aber sie besprechen sich immer noch, Basti, die 4 Schiedsrichter, ja. Weil es war erst so angezeigt. Deswegen steht auch Jackson vorne, ganz an der Bande und ruft da rein. Immer noch Rudelbildung bei den Schiedsrichtern. Ganz eng im Huddle, echtes Team. Ja, Seidenberg geht auch raus. Ich habe nicht gesehen, was die Strafzeit jetzt gegen Seidenberg gewesen wäre. Also wir schauen nochmal. Da ist Seidenberg. Da ist auch der Arm noch nicht oben vom Schiedsrichter. Nee, der geht jetzt hoch, ja, nach dem Cross-Check. Danach hat Seidenberg eigentlich nichts mehr gemacht. Es könnte nur sein, dass vorher die Strafzeit schon gegen Seidenberg angezeigt war. Vom anderen Schiedsrichter. Ja, theoretisch. Aber ich kann es nicht auflösen. Also ich sehe da keine Strafzeit gegen Seidenberg. Sondern nur das Cross-Check von Huchterla. Ja, ist auch so. Seidenberg geht raus. Zwei Strafminuten wegen unsportlichem Verhalten für Yannick Seidenberg. Also dann kann auch keine Strafzeit angezeigt sein. Entweder hat er danach noch was gesagt, was gemacht. Wir können es nicht auflösen. Da wäre ein Beinstein gewesen, aber das ist ja nicht gegeben worden. Weil das ist ja kein unsportliches Verhalten. Also 4-4 geht es weiter. Very good. Für Mietschner. Das laufen jetzt die letzten beiden Spielminuten. Andrew Desjardins. Larkin geht nach vorne, kommt auch den Pass. Larkin, Katic. Mark Katic. Jardin. Lachter. Puck halten. Lachter muss warten, da wird fliegend gewechselt. Das macht er gut. Mikkelsen. Jardin. Andrew Desjardins zieht da noch mal rein. Weiter Mannheim. Gute Druckphase von Mannheim. Gotsch. 50 Sekunden noch in Finale 5. Dieses Spiel hat seine Klimax bei weitem noch nicht erreicht. Wolf, Gotsch. David, auch er geht wieder raus. Und München macht Druck. Bortnacak. Gut zurückgelaufen von Katic. Verliert aber den Puck jetzt hier. Button. Button, da kommt! Stagen, Außenpfosten. Nochmal Stagen. Trifft den Puck nicht. Und jetzt die Kontermöglichkeit nicht ganz für Mannheim. Seidenberg. Noch 6 Sekunden. Und damit ist Finale 5, ist die Meisterschaft
nach 60 Minuten in diesem Match noch nicht entschieden. Overtime. So, egal was Sie zu Hause machen, Overtime, das heißt auch immer mal wieder ein bisschen gepflegt eskalieren. Dieses Spiel nähert sich definitiv mit jeder Sekunde der Entscheidung. Die Overtime 1. Andrew Deschardin legt auf David Wolf. Auch das für alle, die vielleicht nicht so oft reinschauen. Es wird hier gespielt, bis dieses eine Tor fällt, egal wie lange das dauern möge. Luke Adam von Mannheimer Seite ganz vorne bekommt auch die Scheibe. Hager gut dazwischen gegangen. Tommy Huchtala. Die Schardin. Einfach mal Richtung Tor geworfen. Lechtivori. Smith. Ah, bringt die Scheibe zum Tor. Huchtala. Und Ben Smith. Sehr schneller, sehr aktiver Start von beiden Teams. Hier wird nicht abgewartet. Ben Smith versucht von der Bande wegzukommen, den Pass zu finden. Eisenschmidt! Oh, da wusste aus dem Birknet. Hat er ihn wirklich zwischen Arm und Körper begraben. Hier lange gesucht, Smith. Dann der Pass zu Eisenschmidt, zieht ab. Und schaut aus dem Birken kurz, aber alles richtig gemacht. Schnell reagiert von ihm. Gut herausgespielt von Mannheim. Da geht Andrew Portnachuk. Markus Eisenschmidt. Abseits. Abseits. Reul. Na, Reul war schon drin. Passt. Alles wollte entschieden. Eigentlich noch mal raus, aber zu spät. So, neuer Twitter reinkommt. Es gibt noch keinen anderen Sportler, bei dem ein Finale und die Meisterschaft mit so einer Spannung entschieden wird. Ja, das Eishockey ist schon tatsächlich eine besondere Sportart, weil es eben kein Limit in der Spielzeit richtig tatsächlich dann auch gibt. Ja, das ist das, was die was Eishockey-Sportart insgesamt auszeichnet, diese Playoffs und dann eben auch noch diese Overtime. Vorcheck von Hungerhecker. Nico Kremmer. Cody Lampler. Andrew Bodnarczyk. Ball landet bei Lechtivori. Ja, ist er gut nachgegangen. Hungerhecker 3 auf 1 Situation. Kremmer. Wartet, legt ab. Larkin. Abgefälscht. Hungerhecker. Gute Druckphase. David von Mannheim. Yasin Ilis. Gut gelöst hinten heraus. Andi Eder. Wolfel vorne den Puck. Aber Beul hat es auch mitbekommen, ist dazwischen. Wieder Wolf. Dennis Reul, auch hier gut die Ruhe bewahrt, die Schardin. Mark Kartic. Kartic vors Tor, da wartet Wolf. Und kommt der Möglichkeit über Yasin Elis.
Michael Wolf ist dabei. Auf den sollte der Pass kommen. Und da geht Luke Adam. Adam gegen Seidenberg. Guter Schläger von Yannick Seidenberg. Also Mannheim ist ja gut rausgekommen. Was auffällt ist, sie versuchen deutlich mit mehr Zug zum Tor zu spielen. Jede Möglichkeit, die sie haben, die Scheibe zum Tor zu bringen, bringen sie auch Richtung Tor, zum Tor, vors Tor. Auch das ist so eine Scheibe. Reingeschmissen, damit sie ein Gewühl David Wolf irgendwie verarbeiten soll. Es ist hier dann nur noch ein Warten auf diesen großen Knall. Auf das, was passiert, auf das, was kommen möge. Dieser eine Schuss, egal auf welcher Seite. Lech Tivori. Und so eine Overtime in einem Spiel, das entscheiden kann, ist das natürlich noch mal eine besondere Dramatik, dass du jetzt diesen einen Schuss hast, egal auf welcher Seite. Ja. Nächste Möglichkeit Mannheim. Wieder macht aus den Birken zu. Moritz Seider. Harter Vorcheck von Frank Mauer. Gut gelöst. Ausgelaufen von Seider. Pass für Huchtala. Jonas Lechtivol. Eisenschmied. Eisenschmied mit der Möglichkeit. Zweimal. Und das ist noch nicht vorbei. Dennis Reul. Ehe Danny aus den Birken dann festhält. Richtig gute, viele Möglichkeiten für die Adler Mannheim. Also dieses Finale, diese Serie und dieses Spiel und allein noch diese Overtime. Ja, gut gemacht von Eisenspiel. Das hat einen Top, fertig. Hat eine Top-Möglichkeit. Mannheim hat jetzt ein paar Chancen liegen lassen. Dennis Reul. Festerling. Red Stage. Chancen. Mikkelsen, Westerling, Eisenschmied gegen Bodnarczak, gut zurückgearbeitet von München, Jocelyn, Trevor Parks, Eisenschmied, München wirft den Puck zurück in die Ecke, Daubner, Katic. Mannheim wechselt durch. Agida. Oli. Keith Oli. Daryl Boyle. Gut von Gremmer. Gelöst. Über Bande. Allein wieder Lärmpegel hier anschwillt jedes Mal, wenn der Puck über die rote Linie geht, wenn Mannheim nur im Ansatz nach vorne spielt. Und Mannheim hat mehr in der Overtime bisher. Aber wir haben es auch schon. Genau, wollte ich gerade sagen, wir haben es angesprochen. Das ist Overtime. Ein Schuss entscheidet. Ein Butt. Gute Geschwindigkeit jetzt im Spiel, weil beide Mannschaften versuchen wirklich sehr geradlinig die Scheibe hinten rauszubringen, nach vorne zu bringen. Michi Wolf. Und trotzdem verteidigen beide relativ gut. Wolf für David Wolf. Auch hier wichtiger Schläger von Ryan Butt, der diesen Diagonalpass auf die Schardin verhindert. Michi Wolf. Für Patrick Hager. Und Patrick Hager kommt durch. Allerdings nicht weit. Frank Mauer. Er entschied Finale 1. Hier in Mannheim auch in der Overtime.
Und hat jetzt gut zurückgearbeitet, dass da kein Konter entsteht. Für Mannheim schnell nach vorne gespielt. So, jetzt Hager. Mauer dabei. Hager verzögert. Endras hält. Wichtiger Save von Endras. Mauer geht nach. Patrick Hager. Und Dennis Reul. Da wirkt der Mannheim für einen Moment tatsächlich verwirrt. Der erste Moment in der Verlängerung. Markatic, Chad Kolorik. 3-3. Kolorik. Immer noch Kolorik. Katic. Und Medstic. Gut abgefangen von Kolorik, aber nach vorne! Jetzt dazwischen mit Stagehand und wieder Dennis Endras mit dem Schoner. Sehr weit rausgekommen, um den Winkel gleich zu machen. Erneut ein Game-Saver. Also von den guten Möglichkeiten jetzt in der Verlängerung ausgeglichen von den Top-Chancen auf beiden Seiten. Seinberg. Phil Hungaker. Marcel Gottsch. Lempel. Auf der einen Seite ist es Dennis Endras mit zwei Game-Savern für Mannheim. Auf der anderen Seite ist es dann Danny Austin-Birken und der muss schon den Hasselhoff auspacken, denn seine Saves sind dann die Lifesaver für München, um am Leben zu bleiben. Wieder kommt Mannheim. Nicklissen schaltet David sich mal vorne ein. Das sind Elis. Mutig gespielt von Elis, aber auch das zeigt, dass der Meister wieder da ist. John Mitchell gegen Brandon Mickelson. Ja, es ist sehr ausgeglichen jetzt in der Verlängerung. Man muss sagen, von der Qualität her und von der Ausgeglichenheit, vielleicht das beste Eishockey von den Dritteln, die wir gesehen haben bisher. Und von Seider, der da nicht wartet, die Scheibe aktiv abfängt und sie jetzt nach vorne so, bringt. Seider geht. David Wolf. Was legt Tibori? David Wolf. Plachter. Gute Übergaben, Matthias Plachter. Fährt ihm Lückenhead ein bisschen in die Parade. Hager gewinnt diesen Puck. Da geht Michi Wolf. Aber Reul ist da. Guter Zweikampf wieder von ihm. Ben Smith unterstützt defensiv. Puck geht wieder nach vorne. Lückenhead. Huchtala geht mit. Lückenhead. Und das macht es immer wieder so faszinierend. Das Ding macht dich fertig, aber es gibt halt auch nichts Schöneres. Ja, vor allem, weil die Chancen wirklich auf beiden Seiten da sind. Und du merkst es auch, sie wollen die Entscheidung. Luke Edman versucht es da auch alleine gegen zwei durch. Und er hat eine gute Schussmöglichkeit. Gleiches haben wir auf Münchner Seite auch schon gesehen. Hier die Möglichkeit von Stagen, wo Endras sehr weit rauskommt. Und Hager. Lugedem Huchtala. Frank Mauer. Gegen Katic. Huchtala wird Eising geben.
Baumler gegen Katic. Trevor Parks. Katic. Andjeda. Man muss wirklich sagen, die beiden Teams, Basti, spielen jetzt gerade wirklich auf Augenhöhe. Das war nicht immer so in der Finalserie. Da hat Mannheim es viel öfter mal verstanden, wirklich die Münchner hinten reinzudrücken, ihr Spiel in den Falten zu lassen. Aber München, das muss man auch anerkennen, hat einen Weg gefunden, wirklich sich da zu befreien aus diesem Druck, zurückzukommen heute mit 4 Treffern und jetzt in der Verlängerung auf Augenhöhe zu spielen, in der Top-Partie, wie wir hier in der Verlängerung sehen. Der Zweikampf. Moritz Seider, Gerrit Festerli, Markus Eisenschmidt. Oli. Auf der einen Seite guter Stock, auf der anderen Seite auch gefährlich. Seider. Scheibe im Netz. Ist er zu Fall gekommen bei dem Schuss Seider? Der Mannheim wartet wieder, was München schickt und schickt jetzt David Wolf gegen die Formation von Hager. Scharitz gegen Hager am Bulli. Nur das Lechti Wolf. David Wolf gegen Yannick Seidenberg. Zweimal gute Zweikämpfe von Seidenberg. Gut reingegangen von Seider, der die Scheibe tief hält. Und Joslin holt sich den Puck. Krankmauer. Nick Seinberg, starker Pass für Hager. Hager durch. Hager nicht vorbei an Endras. Boah, das war schwierig für Endras, das Ding zu halten, weil noch nachgeschoben wurde. Er war schon unten, hat mit den Schonern zugemacht. Also dieses Spiel ist weiter kaum auszuhalten hier. Was für ein Pass von Seidenberg. Überragend. Und dann ist die Mitte kurz frei, das erkennt Hager. Aber dann auch von Seider da nochmal der Stock an Hager dran, sodass die Scheibe nicht mehr hochgeht. Und Endras macht unten zu. Starker Pass hinten raus von Yannick Seidenberg. Dann ist es spannend. So, jetzt hier dieser unglaublich guter Einsatz von Moritz Seider. Ja, aber auch, dass im Druck, in der Schnelligkeit da Endras ruhig bleibt, unten zumacht, am Pfosten bleibt mit dem Schoner. Es ist großes Eishockey, was beide Mannschaften hier bieten. Und an jedem Augenblick hier hängt am Ende vielleicht sogar die Ewigkeit. Eisenschmidt gegen Bodnarczak. Festerling hilft. Katic gegen Michi Wolf. Marcel Gotsch. Marcel Gotsch gewinnt diesen Zweikampf. Marcel Gotsch. Immer noch Gotsch. Festerling. Und da ist das Tor! Da ist die Entscheidung! Da ist die Meisterschaft! Perfekt vorbereitet vom Gotsch, der die Nerven behält und das Ding auflegt. Es ist Thomas Larkin, der Mannheim 2019 zur Meisterschaft schießt. In Overtime. Und jetzt es ist der Glanzpunkt, es ist die Vollendung, es ist die Krönung für die Adler. Tor!
Bitter für München, die in die Partie zurückgekommen sind. Aber ein Champion findet einen Weg, um zu gewinnen. Und jetzt war es eigentlich Gotsch, der über Sekunden die Scheibe hält und sie zu Larkin bringt. Und der schiebt einen Verlängerung 5:4. Und Basti, diese Meisterschaft geht auch in Ordnung, wenn man sich die ganze Saison anschaut. Jetzt ist hier alles gespielt. Jetzt ist hier alles gesagt. Die Adler holen sich den 7. Titel in der deutschen Eishockey-Liga. Ziehen damit mit den Eisbären gleich. Beenden zunächst einmal eine Dynastie. Nämlich 3 Titel in Folge des EHC Red Bull München. Und nach 4 Jahren schüttelt der Adler den Staub vom Flügel und kehrt wieder zur Sonne zurück. Pavel Groß mit seiner ersten Meisterschaft als Coach. Im 4. Finale besiegt er zum ersten Mal Don Jackson. Nach 3 Jahren Titel, nach 3 Jahren einer schon kleinen Eishockey-Herrschaft über die deutsche Eishockey-Liga ist München erstmals wieder geschlagen. Allerdings nach einem heute in diesem Spiel heroischem Kampf, den München Mannheim hier noch geliefert hat. Ja, Basti, so sehe ich das auch. Also letztendlich, Hut ab von München, dass sie in die Partie wieder zurückgekommen sind. Aber schauen wir uns mal das ganze Jahr an. In der Hauptrunde, die Adler Mannheim souverän. Viertelfinale, Halbfinale souverän durch. Und auch wenn man sich das Finale anschaut, 4:1. Über die meisten Strecken souverän. Und damit absolut zu Recht dieses Jahr deutscher Meister, die Adler Mannheim. In diesem Royal Rumble des ersten gegen den zweiten geht der ehemalige Champion K.O. in der Overtime durch das Tor von Larkin. Und in München würde der Monaco-Franze sagen, aus ist und gar ist und schad ist, dass wahr ist. Das ist das Tor für die Adler zur Meisterschaft. Marcel Gotsch, unermüdlich, mit Überblick. Der geht jetzt hier wechseln. Abgelegt. Und dann Larkin, der sich zurückfallen lässt und per One-Timer trifft. Man muss sagen, Gotsch hat die Scheibe schon 10 Sekunden davor immer wieder von einer Richtung zur anderen getragen, ist danach wechseln gegangen, wenn man mal hinschaut. Jetzt legt er ab, jetzt wird er zur Bank, zeigt dann, du, ich muss raus, ich kann nicht mehr. Aber er hat das Ding vorbereitet. Welch eine Dramatik, welch eine Serie, was für eine Saison, die hier zu Ende geht. Mike Pellegrims und Pavel Groß, als Spieler waren sie mit Mannheim gemeinsam Meister. Und als Trainer gespannt könnten sie hier eine neue Dynastie, wie sie Mannheim schon Ende der 90er Jahre hatte, fortführen. Mannheim ist zurück im Spaßmodus. Was sich hier in dieser Stadt heute Nacht abspielen mag, das mag man kaum vorherahnen. Denn Mannheim ist natürlich auch Eishockey-Stadtrick. Das kann man es schon. Gibt keine andere Stadt in Deutschland, in der der Hauptbahnhof mit dem Adler-Logo gebrandet ist. Und wir wollen ganz schnell hinunterschalten. Die ersten Stimmen bei Sascha auf dem Eis. Ja, wir gratulieren Marcel Gotsch zum Titel Meister 2019. Erstmal, wie geht's runter? Vor allem nach diesem Drama jetzt hinten raus noch. Ja, im dritten Drittel haben wir irgendwie versäumt, dass wir weiter vorchecken und denen die Zeit wegnehmen. Und München hat das wirklich stark gespielt. Aber darum stehen die seit 3 Jahren vorne, weil die immer den gleichen Stiefel spielen und es wirklich souverän
aber wir haben es uns verdient. Und Sie haben hinten raus diese Scheibe so unglaublich lang gehalten. Das war natürlich auch nochmal eine Initialzündung dafür, dass das Tor gefallen ist. Aber insgesamt, wie schwer war das, jetzt auch nochmal dran zu glauben, nachdem man so deutlich auch geführt hat, die Serie auch so dominiert hat und auf einmal wird es noch so eng? Ja, ich glaube, wir waren uns ein bisschen, ich will jetzt sagen, zu sicher, aber wir haben einfach zu passiv gespielt, nachdem es Lauf 4-1 stand. Und wie gesagt, München spielt das immer souverän, die sind echt stark. Hut ab. Aber mit dieser Mannschaft, Marcel, das ist, man muss ja sagen, auch als Neutraler unglaublich verdient. Wie kommt es bei Ihnen an, was in der Hauptrunde passiert ist, was in diesen Playoffs passiert ist? Ja, ich denke, wir hatten einen langen Weg vor uns. Die letzten Jahre liefen nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und ich glaube, dieses Jahr, das, was gefehlt hat, die Konstanz, dass wir einfach unseren Stiefel für die meiste Zeit spielen, das haben wir dieses Jahr hinbekommen. Und ich bin froh, dass ich mit jedem Einzelnen hier in der Mannschaft spielen durfte dieses Jahr. Ich bin so stolz auf die Jungs. Unsere Torhüter haben immer super den Kisten freigehalten. Und die anderen, wenn wir vor dem Tor geackert und am Ende, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, das Tor, der Lachs hat es, glaube ich, geschossen. Ist mir eigentlich gerade auch egal. Hauptsache, wir haben das Spiel gewonnen. Und ja, jetzt können wir die Sau rauslassen. Ich wünsche Ihnen als älterer Spieler die Kondition für eine lange Nacht, Marcel. Älterer Spieler, ja, ein junges Reh. Konstantin mit Don Jackson. Dankeschön, Sascha. Don Jackson, it's nearly an unknown feeling for you to lose the final series in your career. But tell us, what is your first reaction now? Well, first is to congratulate Adler Mannheim. They had a fantastic season, and they deserve to win. Secondly is that the pride is the number one word that I feel towards our players. And the season that we had also didn't end perfectly, but we accomplished a lot in part of the franchise. Thank you to Christian Winkler, our coaching staff, Matt McElveen, Patrick Dallaire, all the injured guys that couldn't be here in the game tonight, and Clem Jodoin. You just talked to a few guys. What did you tell them? Well, you know, for Michael, it was proud to be part of this last game. And so, great career, and highly respected by everybody in the league. Today was definitely the best game in the series of your team. Would you agree? Yeah, I mean, game number one also was, you know, for us for sure. You know, the comeback is always exciting. And, you know, they were a great hockey club. Thank you. Also Don Jackson sagt, stolz auf sein Team. Heute war sicherlich seine beste Leistung. Und ist stolz darauf, im letzten Spiel von Michael Wolf dabei gewesen zu sein. Hoch zu euch, Basti. Ah, danke, Konstantin. Und bei allem Jubel und Glückseligkeit jetzt in Mannheim. Michi Wolf ist natürlich ein Thema. Es ist das letzte Spiel des Münchner Kapitäns gewesen. Damit geht eine riesengroße Karriere in der DL zu Ende. 782 Spiele, 337 Tore, 3 Meisterschaften mit dem EHC Red Bull München. Du hast noch mit ihm zusammengespielt. Ja, er hat unheimlich viel erreicht und ich glaube, was Jackson gerade angesprochen hat, das ist es wirklich. Er hat den höchsten Respekt sich über die Jahre verdient von allen Mannschaften, nicht nur von den Mitspielern, sondern auch von den Gegnern. Und ich glaube, das ist immer das, was vielleicht am meisten dann am Schluss zählt. Es sind nicht bloß die Meistertitel, die er geholt hat und die Tore, die vielen, die er erzielt hat. Er ist ein großartiger Mensch auch. Und was natürlich auch zu einer jeden Serie dazugehört. Egal, wie hart man sich bekämpft, was für Worte fallen, was alles auf dem Eis los ist. Nach Ende einer Serie. Dieses sich die Hände schütteln, den Respekt des Siegers vor dem Verlierer. Und umgekehrt, auch das gehört zu dieser großartigen Sportart Eishockey dazu. Und die Schlange ist enorm lang. Es sind zwei Teams mit enormem Etat, mit enormem Personal, was da alles hinten dran steht. Die Spieler, die Coaching-Staff, Physios, Doktoren, Betreuer, darf man natürlich alle nicht vergessen. Die Leute, die auch hinter den Kulissen für so eine Mannschaft, für so einen Club immer arbeiten. Und jetzt ganz schnell hinunter auf das Eis, Sascha und Michi Wolf. Michael Wolf sind gerade auch nochmal von allen Spielern hier sehr gebührend verabschiedet worden. Aber erst vielleicht nochmal ein Satz auch zu dieser Serie, zu diesem Finalspiel. Auch hinten raus diese Dramatik. Ihr habt es mal unglaublich spannend gemacht. Wie nah war es nochmal daran, dass Sie vielleicht nochmal auch zurück nach München kommen, dass Sie nochmal drehen? Waren Sie so ein bisschen vielleicht schon vom Gefühl auch wieder im Kopf drin bei den Adlern? Ich denke schon. Respekt an die Mannschaft. Wir haben nie aufgegeben. Wir hatten genügend Möglichkeiten, glaube ich, in der Overtime das Tore zu schießen. Und wir
das spricht so ein bisschen für die ganze Serie, würde ich sagen. Wir schaffen es einfach nicht, genügend Tore zu schießen. Heute, wir haben das Spiel oder die Serie nicht heute verloren, sondern die Spiele zuvor, wo wir es einfach nicht geschafft haben, die Adler irgendwie hinten reinzubringen. Dementsprechend auch Respekt und Gratulation an einen verdienten deutschen Meister in diesem Jahr? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es waren die zwei besten Mannschaften über die ganze Saison. Und man muss sagen, dass die Adler einfach immer ein Quinten besser waren wie wir. Und deswegen Respekt. Und sie sind nicht unverdient Meister geworden. Und auch hier Gratulation an die Adler. Michi, Sie sind nicht der Spieler, der dramatisch gerne über sich selber spricht. Aber auch bei der Verabschiedung, ich habe Markus Kind gesehen, der sich sehr innig noch mal geherzt hat. Auch. Und glaube ich, da fallen besondere Worte mit Spielern, mit denen man sein halbes Leben verbracht hat. Wie kommt das bei Ihnen jetzt an, dass das the final last one war? Ja gut, natürlich. Wenn man gegen Spieler die ganze Karriere spielt, dann kennt man sich natürlich. Und ich glaube für mich, das wird ein bisschen dauern, bis man das wirklich realisiert. Aber ja, wird nicht einfach. Aber Sie können okay damit leben, dass es mit einer Niederlage endet, nach drei Titeln, die Sie natürlich auch geholt haben. Und einer unglaublichen Karriere. Respekt davor, ich glaube, von ganz Eishockey Deutschland. Ja, natürlich. Heute haben wir verloren und deswegen sind wir traurig. Letztendlich, wenn man auf das große Ganze schaut, was die Mannschaft dieses Jahr wieder geleistet hat. Und wir hatten es nicht einfach. Sehr, sehr viele Verletzte über das ganze Jahr, was keine Ausreden sind. Sondern die Mannschaft hat immer zusammengehalten. Hat es geschafft bis ins Champions-League-Finale. Haben hier im Finale gegen eine gute Mannheimer Mannschaft verloren. Ich glaube, wenn man ein paar Tage vergehen lässt, kann man stolz auf die Mannschaft sein. Und wir haben ja auch im vergangenen Jahr schon geredet. Dann hieß es immer, na, eins kommt noch. Jetzt aber wirklich alles, was sich die Frau verdient hat, bekommt sie jetzt auch in die Family, oder? Sozusagen. Schauen wir mal, wann sie mich das erste Mal rausschmeißt. Aber nee, endgültig ist bei mir endgültig. Ja, alle, die mich kennen, wissen es. Michi, danke. Alles Gute. Danke. Konstantin, bitte. Und von Michi Wolf kommen wir zu David Wolf, dem neuen deutschen Meister 2019. Herzlichen Glückwunsch. Es war ein Wahnsinn heute, oder? Ja, ist unglaublich. Ich glaube, spannendes Spiel. München hat nochmal Charakter bewiesen, ist zurückgekommen. Ist eine unglaubliche Mannschaft. Hut ab davor, was die letzten 3 Jahre geleistet haben. Die waren dieses Jahr im Champions-League-Finale. Die haben unheimlich viel Eishockey gespielt. Die Top-Spieler von den Jungs sind jedes Jahr bei der Nationalmannschaft dabei. Also Hut ab, was die für eine Leistung gebracht haben, auch in der Serie. Und was für einen Willen die bewiesen haben, immer wieder zurückzukommen. Für Sie als Mannheimer Jung, der auch immer betont, dass das hier die Heimat ist, dass das der Heimatverein ist. Mal kurz uns mitnehmen in diesen Moment in der Overtime, als der Larkin da das Ding reinnagelt. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich unglaublich, weil du gehst jeden Wechsel raus, du gibst 100% und gehst Vollgas wieder auf die Bank und brauchst eigentlich die Zeit, um durchzuatmen. Und in dem Moment gucke ich hoch und der Larks kriegt die Scheibe und haut das Ding, glaube ich, halb hoch rechts ein. Das ist, die Gefühle kann man nicht beschreiben. Es ist einfach wunderschön und wir werden es ordentlich zelebrieren heute Nacht. Sie haben eben schon den Gegner gelobt. Michi Wolf haben wir eben im Interview gehabt. Da geht eine große Karriere heute zu Ende. Vielleicht auch ein Wort zu ihm. Ja, meine Michi, was er fürs deutsche Eishockey getan hat generell. Wie viele Tore, wie viele Assists, wie viele Punkte er gemacht hat. Was er für Deutschland gemacht hat, international. Er ist einfach ein Riesenspieler gewesen mit einer Riesenkarriere. Hut ab davor, was er erreicht hat. Und ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste. 4 Drittel haben wir heute gesehen. Jetzt geht's ins 5., 6., 7. Drittel des Abends. Was geht heute Abend? Ach, geht einiges. So. Es bleibt in der Kabine. Dankeschön, nochmal Glückwunsch. Danke dir. Tja, und was sich hier jetzt abspielt, das ist einfach nur noch Begeisterung pur. Jeder Schritt da unten auf dem Eis ist jetzt ein Walzer für ganz Mannheim. Man muss auch eines sagen, so eine Meisterschaft, die du in Overtime gewinnst, ist, glaube ich, ganz was Besonderes. Wenn man weiß, man führt mit 3 Toren, da kann man sich mental darauf vorbereiten. Da bist du voll im Kampf drin, in dem Moment, wo der Treffer wirklich fehlt. Da explodiert alles. Da explodiert alles. Das haben wir auch gesehen, nicht nur in den Rängen, sondern auch bei den Spielern und bei den Trainern. Tolle Worte, muss man auch ganz klar sagen, von den Münchnern. Sie haben gesagt, dass sie stolz auf sich selbst sind. Sie haben viel erreicht dieses Jahr. Champions League Finale nochmal in Erinnerung gerufen. Aber sie haben auch gesagt, dass es letztendlich die Adler auch verdient haben. Und das ist auch die Einschätzung, die objektive Einschätzung, die man hat nach dieser tollen Saison von den Adler Mannheim. Rekord in der Hauptrunde an Punkten aufgestellt. Ja. Mit insgesamt jetzt nur 2 Niederlagen durch die Playoffs marschiert.
Das ist schon beeindruckend, das ist dominant. Das ist der neue deutsche Meister. Bevor es soweit ist, ist es für uns als Adler Mannheim nochmal an der Zeit, an dieser Stelle ein wichtiges Zeichen zu setzen. Bei aller Rivalität, die in einem solchen Finale entstehen kann, bildet der deutsche Eishockeysport etwas Besonderes in Deutschland. Wir haben nämlich immer noch die Tatsache, dass der Sport und die Liebe zum Sport bei uns an erster Stelle steht. Sehr schöne Geste jetzt hier in Mannheim auch. Es geht um Fairness, es geht um Respekt, es geht um den Zusammenhalt, ja tatsächlich, den die Eishockey-Gemeinde immer wieder zeigt. Und es geht um ihn. Obwohl es hier um die Meisterschaft der Adler geht, gibt es jetzt hier von Mannheimer Seite auch nochmal eine spezielle Ehrung für Michi Wolf. Das ist eine große Geste hier von Liga und von den Adlern. Großer Sportler den Schlussstrich unter seine Laufbahn, nämlich der Kapitän des EHC München, Michael Wolf. Michi Wolf beendet nach fast 700 DEL-Partien seine Profikarriere gleich in seinem ersten Jahr bei den Iserlohn Roosters. Wird hier oben nochmal gezeigt: 782 DEL-Spiele. 337 Tore, dazu 208 Länderspiele mit 53 Toren. Michi Wolf, der erst spät mit 25 Jahren überhaupt den Schritt in die DEL gewagt hat. Von Anfang an in Iserlohn eingeschlagen hat. Rookie des Jahres in seinem ersten Jahr war. Lange Iserlohn treu geblieben ist. Und dann letztendlich, um sich seinen Traum zu erfüllen, nach München gewechselt ist und den Titel-Hattrick nochmal ergattert hat. Ich glaube, du weißt, wenn du eine sehr große Karriere hast, wenn du von den fremden Fans gefeiert wirst. Das heißt, erstmal großer Respekt an die Adler-Fans, die mir wirklich hochleben lassen. Und auch an die Worte von hier. Aber Respekt nochmal vor seiner Karriere. Dankeschön, letztens für die Worte. Und wir, meine Damen und Herren, kommen jetzt zur Ehrung so des Spielers. Und damit geht es hinan an die Ehrungen. Es gibt natürlich auch einen Playoff-MVP, der geehrt wird. Es bieten sich immer ein paar an, aber aufgrund der ganzen Geschichte gibt es eigentlich nur eine Wahl. Dennis Endras, Playoff-MVP 2019, folgt damit auf John Matsumoto. Wir haben ihn vor dem Spiel schon angesprochen. Großartige Werte, allein im Finale, was er geholt hat. Und David, Michael Wolf hat es angesprochen, sie haben das Spiel nicht heute verloren, die Münchner. Und da hat Endras einen riesen Anteil gehabt an den ersten Partien. Durch zwei Shutouts, durch fantastische Saves, dass die Adler Mannheim heute Meister geworden sind. So, auch noch einmal zu München. Wir bekommen jetzt zum ersten Mal eine Silbermedaille in einem DEL-Finale um den Hals. Sie haben bislang ja alle Finals, die sie gespielt haben, gewonnen. Und das heißt natürlich noch einmal Applaus für diese Mannschaft, die 11 Playoff-Serien in Folge gewonnen hat, auch damit einen neuen DEL-Rekord in diesem Jahr aufgestellt hat. Die in Don Jackson einen Trainer hat, einen Meistertrainer zusammen mit Matt McElwain, die diese Mannschaft geformt, gepusht und zu einer Einheit geformt haben über die letzten Jahre. Es könnte durchaus sein, dass sich die Wege der beiden tatsächlich trennen. Matt McElwain, so hört man, könnte durchaus den Schritt wagen, selbst zum Chefcoach.
Frank Mauer. Es ist nicht der fünfte Titel für ihn in Serie. Gewann 15 mit den Adlern, dann 16, 17 und 18 mit München. Derek Joslin, auch er. Einer, die alle Titel mitgemacht haben. Andrew Bodnarczuk im ersten Jahr. Ebenso Matt Stajan, der in seinem ersten Finale stand. Ein John Mitchell. Yasin Elis. Während der Saison zu München dazugestoßen. Der eine Zeit lang gebraucht hat, um sich an System und Mannschaft zu gewöhnen. Aber immer stärker wurde auch heute. München in die Verlängerung geschossen hat mit seinem 4:4. Und hinten stehen auch die verletzten Spieler. Die Spieler, die letztendlich dann München auch gefehlt haben, um noch zusätzliche Power zu haben. Wir sehen hier Abelshauser auf Rücken davor. Maxi Kastner, Pokes, der da mit ansteht. Jason Jeffrey mit unten dabei. Jacques. Justin Jacques, der während dieser Finalserie hier ausgeschieden ist. Maxi Kastner, ein geblockter Schuss, brach ihm die Hand. Conny Abelshauser seit der Viertelfinalserie mit Knieverletzung draußen. Jason Jeffrey, Hüft-OP während der Saison. Und Mark Vokes, du hast ihn schon angesprochen. Mit dabei jetzt auch Daniel Fiesinger, der dritte Torhüter Hagen Keisler. Marco Schreiber, Didi Meier, der ganze medizinische Staff des EHC Red Bull München und am Ende dann die Macher mit Matt McElwain, mit Patrick Dallea, mit Christian Winkler und mit Don Jackson. Meisterschaftsentscheidung in einer Overtime. Wir haben das gesagt. Es ist erst das dritte Mal, dass das passiert in der DEL. Und auch die allererste deutsche Meisterschaft, nachdem heute die 99. vergeben wurde, wurde einst in der dritten Overtime entschieden. Damals zwischen dem Berliner SC und Charlottenburg im Jahr 1912. So, wir wollen aber natürlich wieder auf Stimmenfang gehen. Und Konstantin Klostermann macht das unten auf dem Haus. Frankie Mauer vom EHC Red Bull München ist bei mir viermal hintereinander Meister geworden. Dreimal mit München und davor einmal mit Mannheim. Heute nicht. Verdient heute nur Zweiter in Anführungsstrichen. Ja gut, ich meine, am Schluss, wer oben steht, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben eine souveräne Hauptrunde gespielt, souveräne Playoffs. Wir haben die ersten Spiele keinen Weg gefunden. Heute haben wir noch mal mit dem Herz eines Meisters gekämpft. Er musste uns geschlagen in Overtime. Ja, und am Schluss muss er natürlich den Adlern gratulieren. Sie sind verdienter deutscher Meister. Ja. Aber das war heute der alte EHC, oder? Ja, allerdings. Aber leider zu spät. Und dann vielleicht nicht mit dem nötigen Glück in Overtime. Aber wie schon erwähnt, am Schluss, wer oben steht, hat es verdient. Die Adler haben sich's verdient. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die Niederlage tut weh, aber wenn man es einem gönnt, dann vielleicht den alten Kollegen? Ja, ist immer, am Anfang sitzt der Stachel immer tief. Man ist enttäuscht. Klar, es ist immer, sind immer nette Jungs drüben, aber ich hätte den Pokal auch gerne bei uns gesehen. Aber am Schluss, sportlich ist es dann einfach verdient. Sie haben hart dafür gearbeitet, vielleicht ein bisschen mehr als wir und am Schluss verdient. Danke, Frankie Mauer. Und jetzt die Siegerehrung. Und jetzt konzentriert sich dann natürlich alles auf den neuen deutschen Meister. Zum siebten Mal in der DEL, zum achten Mal insgesamt, auch in der Bundesliga war Mannheim 1980 einmal Meister. Jetzt geht es ran. Aus dem Meisterteam 2015 sind nur noch Endras, Akta, Reul, King und Plachter dabei. Für viele andere ist das eine Premiere, ist das das erste Mal. Marcel Gottsch, auch für ihn tatsächlich die allererste deutsche Meisterschaft, fast 700 NHL-Spiele und jetzt Meister. Thomas Larkin mit dem Championship-Winning-Goal in Overtime.
sein erstes Tor in diesen Playoffs. Auch hier gibt es erst einmal die Medaillen. David Wolf, erste Meisterschaft mit Mannheim. Die zweite für David Wolf nach 2010, als er schon mit den Hannover Scorpions den Titel holte, dort aber im Finale kein Spiel machte. Die Medaillen werden schon mal gezeigt. Und das hier, das steigert sich hier immer weiter in der SAP Arena. Die Stimmung auf den Rängen. Und da ist schon ein bisschen Vorfreude da hier. 13.800. Und wenn jetzt dann der Pokal in die Höhe gereckt wird, auch da darf man gespannt sein. Ist es Marcel Gott, der die Mannschaft zuletzt als Kapitän angeführt hat? Oder ist es Markus King, der eigentliche Kapitän dieser Mannschaft, der umgezogen auf Schlittschuhen unten steht? Mittlerweile insgesamt aber nur 5 Playoff-Einsätze bekam. Die Adler Mannheim machen sich bereit zur Pokalübergabe. So, da dauert es noch, auch da ist die Schlange lang, die noch anstehen, um die Medaille um den Hals gehängt zu bekommen. Daniel Hopp natürlich unten mit dabei. Matthias Bindermann hat ja einen Coaching-Staff hier hingestellt in Mannheim. 2 Goalie-Coaches. Juri Zivzer, der ehemalige Torhüter, als Teammanager. Assistant Coaches, Jan-Axel Alavara, den man neu geholt hat als sportlichen Leiter. Und natürlich hauptverantwortlich Mike Pellegrims und Pavel Groß als das Trainer gespannt. Markus King, für ihn ist es nach 2007, 2015 und jetzt 2019 die dritte Meisterschaft mit seinen Adlern, der Rekordspieler hier in Mannheim. Und langsam naht der Moment, wenn die Adler allein diesen Pokal in die Höhe stemmen werden. Deutscher Meister 2019, DEL-Chef Gernot Trippke übergibt den Pokal. Das heißt jetzt zur Sache, den Pokal, zur Krönung, Markus King und den Pokal zu den Sternen, die Adler Mannheim, Deutscher Meister 2019. Und damit heißt es jetzt für die Mannschaft, für das Stadion, für die Stadt, für die nächsten Tage hier in Mannheim. Könige zu krönen ist leicht, doch die Könige zu zügeln, das wird schwierig, beziehungsweise vermutlich sogar unmöglich. Dennis Endras geht als Erster auf die Ehrenrunde. Der MVP dieser Playoffs. Zum zweiten Mal holt er sich den Titel. Zum zweiten Mal mit Mannheim. Marcel Gutsch, ist das hier die Vollendung einer großen Karriere? Marcel Gutsch, der erste Titel mit 35 Jahren. Man wagt fast ein Lächeln im Gesicht von Pavel Groß mittlerweile erkennen zu können.
Ja, ich glaube, er hat einen ganz großen Anteil an dieser Meisterschaft. Schon zu Beginn, im August. Er hat seinen Stil knallhart durchgezogen, reingebracht in das Team. Und es hat ihn den Erfolg gebracht. Andrew Desjardins mit dem Pokal. Er ist am Ende der Playoff-Topscorer. Der erste seit Christoph Ullmann für die Adler. Und mit diesen Bildern sagen wir noch einen schönen Abend an alle Zuschauer bei Sport 1. Und es geht natürlich noch mit einer langen Pokalnacht hier weiter bei Magenta Sport. Und bei Magenta Sport machen wir natürlich noch weiter mit dem Mann, der das entscheidende Tor in der Overtime geschossen hat, Thomas Larkin. Championship winning goal, probably, Thomas, the best moment in your career, right? Yeah, I mean, I have no words. I'll never forget that one. This is all these guys. I got nothing to say, man. I'm sorry. It's incredible. Have you already realized what happened there in this minute in the overtime, or is it still a dream and not really packable? I blacked out, man. I don't know how I got here. We won. That's all I know. That's all I know. Do you know what's going on tonight? Big party then? Any plans for you? I think we'll get up to something. Thank you and just enjoy the moment. Thank you. Also ein etwas sprachloser Thomas Larkin, aber das ist ja auch verständlich. Basti, bitte. Ja, harte Hunde auch mal ganz weich. Thomas Larkin, Ben Smith, unglaubliche Karriere, auch er nach Stanley Cup, Calder Cup. Platz 3 bei der WM mit den USA, jetzt der Titel in der DEL und wir wollen jetzt den MVP, Sascha. Dennis, du hast Tränen in den Augen, was geht dir gerade durch den Kopf? Vieles, mir geht eigentlich nur mein Opa durch den Kopf, der in den Playoffs leider verstorben ist. Meine Oma hat heute Geburtstag. Man muss im Leben einfach so kommen, wie es kommt. Sehr, sehr hart zu hören. Trotzdem Gratulation zum Titel. Was für eine grandiose Serie Playoffs das war. Von euch als Team, aber speziell von dir als MVP. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, vom 20. Juli weg haben wir extrem hart gearbeitet. Wer ein paar wir kennen, weiß, dass das jetzt keine Lüge ist. Und ja, die Jungs haben alles gegeben, ob das in der regulären Saison war, in der Vorbereitung, jetzt in den Playoffs. München war oder jeder Gegner im Playoffs war sehr stark, hat uns alles abverlangt. Und man kann nur Respekt an die Liga sagen, es war wieder ein sehr starkes DEL. Und jetzt sind wir froh, dass wir gewonnen haben. Und Dennis, wie schaut dann die Nacht heute nach Hause in Mannheim für euch? Da müsst ihr andere fragen, da bin ich eher hinten. Ich laufe einfach mit, die Verrückten werden uns schon irgendwas einfallen lassen. Dennis, Gratulation nochmal für den Meistertitel. Und bitte weiter mit Sascha. Ja, denn der deutsche Meister 2019, Moritz Seider, ist bei mir. Moritz, als junger Mensch, erste Meisterschaft in diesem besonderen Jahr in der deutschen Eishockey-Liga. Wie cool ist das denn? Ja, das ist Wahnsinn. Also, unglaubliches Spiel. Wir haben so hart gearbeitet. Wahnsinn. Wissen Sie vielleicht so ungefähr, was Sie erwarten könnte heute noch? Ich denke, da geht es richtig ab, denke ich. Ja, man muss dazulernen im Leben. Ist richtig. Auf jeden Fall. Wie viel Anteil hat auch ein Coach wie Pavel Groß jetzt im Nachklang dieser Serie, dieser Saison insgesamt, was Ihre Leistung auch betrifft, die Sie abgeliefert haben in dieser Spielzeit? Ja, natürlich. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass man so einen jungen Menschen einfach spielen lässt. Und wenn er ab und an vielleicht Fehler macht, habe ich immer das Vertrauen geschenkt bekommen. Ja, es ist so unglaublich schön. Die Jungs haben mich super supportet. Jeden Tag, wenn ich in die Kabine gekommen bin, jeder hat ein offenes Ohr. Ja, und es ist einfach mal schön, Danke zu sagen. Eishockey ist ein Mannschaftssport, Moritz, ganz klar. Man braucht die Unterstützung, Sie haben es gerade angesprochen. Wie stolz sind Sie trotzdem auf sich selber, in dieser Phase der Karriere schon so einen Titel eingeheimst zu haben und natürlich diese Leistung? Ja, es ist unheimlich schön, es sollen noch viele kommen, aber ich denke mal, jetzt muss ich los. Oh, er muss los. Ja, der muss los zum Meisterfoto und dieser Moritz Seider, das hat schon ein bisschen was Christian Ehrhoffsches, auch der ja einst mit Krefeld ganz jung den Titel gewonnen. Das ist das, was am Ende steht. Das ist das Bild für die Ewigkeit. Die komplette Mannschaft mit dem Pokal. Die Adler Mannheim zurück auf dem Thron. Deutscher Meister 2019. Und für den Pott, mit dem jeder jetzt schon mal
eine Runde gedreht hat, heißt es dann am Ende auch jetzt raus mit dem Wasser, rein mit dem Shampoos. Mannheim inszeniert seine Meister. Das so unglaublich treu ist, Rick, auch das muss man sagen, hier in Mannheim ist Eishockey absolute Sportart Nummer 1, auch wenn Waldhof jetzt mal wieder in die dritte Liga jüngst aufgestiegen ist. Ja, das hat aber auch eine Tradition, die man sich hier über wirklich viele Jahrzehnte im Eishockeysport erarbeitet hat. Vereinsgründung 1938, 1939 gab es das erste Spiel einer Mannheimer Eishockeymannschaft. Und das wird ein langes, langes Party-Wochenende hier in Mannheim. Und endlich kommt das Bier an hier. Ja, hat lang gedauert tatsächlich. Ja, jetzt kommen die ersten großen Humpen. Ja. Guter Liter, würde ich sagen. Ist da drin in diesen Riesengläsern, die gerade angekarrt werden. Also geht man weit weg vom unauffälligen Pilschen hier. Jetzt gibt es das, was sich diese Mannschaft, Dennis Endres hat es gesagt, über diese vielen Monate in dieser Saison dann tatsächlich verdient hat. Harte, harte Arbeit. Und jetzt Pellegrims, ist Pleasure. Pellegrims der Pelle, der kann feiern. Ja. Der wirkt zwar sonst immer sehr ernst und aber auch Pavel Groß. Spaßfrei, aber der Pelle, der hat da sogar bei der Vizemeisterschaft 1 mit Klagenfurt die Kabine gerockt bis um 6 in der Früh. Da werden seine Spieler kaum wiedererkannt haben. Ja, tatsächlich nicht. Die werden ihn auch nicht erkennen heute. So. So. Bierdusche. Für Pellegrins. Für die Coaches. Und Sascha hat den Coach, Pavel. Ja, der Meistertrainer ist bei mir, Pavel Groß. Herzlichen Glückwunsch zum Titel und zum Erfolg 2019. Sie hatten eine qualitativ unglaublich gute Mannschaft, aber wie stolz sind Sie auf dieses Team, das Sie natürlich auch zu einer Mannschaft geformt haben, dass am Ende dieser Titel rausgesprungen ist? Ich glaube, als Trainer, man sollte immer auf die Mannschaft auch stolz sein. Das war schon in Wolfsburg so und das ist auch hier so. Ich meine, die Mannschaft, die hat super gearbeitet. Es sind gute Charaktere, gute Leute, gute Spieler und ich glaube, das haben sie auch verdient. Wie stolz sind Sie persönlich, dass es jetzt auch geklappt hat, nach diesen verlorenen Finals, sich selber auch mal diese Trophäe gerade mit Mike Pellegrims genießen zu können? Ich meine, das ist... Ja, jetzt werden wir nass, okay. Das halten wir aus. Sie sagten gute Charaktere. Stimmt das immer noch? Ja, klar, absolut. Ich meine, es ist Traum jedes Trainers einfach. Ja. Wenn du den Job machst, irgendwann mal etwas zu gewinnen. Und wir haben die Chance gehabt, mit Pelle hier zu kommen. Zu einer guten Organisation, zu einer guten Mannschaft. Und das haben wir wahrgenommen. Vielen Dank für die Chance eigentlich auch. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch verdient gewonnen. Wie besonders ist es trotzdem noch mal on top nach diesen Titeln? Mit der Meisterschaft auch für Sie als Spieler, das jetzt als Trainer natürlich hier in Mannheim noch mal draufgesetzt haben. Ja, es ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Wenn man Spieler ist, ist man eigentlich in dem Geschehen richtig drin, das ist ja klar. Als Trainer ist es anders. Du musst teilweise auch aufhören, als Spieler zu denken. Und wir haben einen Spieler gehabt, die nicht so viel gespielt haben.
die auf die Tribüne müssten. Das waren auch gute Charaktere, haben nie gemotzt und so weiter. Haben sich in den Dienst der Mannschaft aufgestellt. Und für uns ist eine Sache, das ist keine Stars hier. Wir denken, das ist Stars, aber es sind keine Stars. Es ist eine Mannschaft. Wir haben ja auch die alten Bilder noch im Kopf, wo Sie die Meisterschaft als Spieler hier mehrfach feiern durften. Sind Sie auch als Trainer ein Feierbiest? Was können wir da erwarten heute Nacht oder die Adlerfans bzw. die Mannschaft? Ah ja, ich meine, die Mannschaft hat sich sowas erlebt und wir werden bestimmt viele Bier und so weiter, viele Getränke heute trinken. Nicht nur heute, wahrscheinlich die nächsten drei Tage. Aber die Jungs, die haben sich sowas verdient und genauso die ganze Organisation. Pavel Groß, Glückwunsch zu einer der souveränsten deutschen Meisterschaften wahrscheinlich in der DEL. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke, Pavel. Glückwunsch. Und wir haben den nächsten Gesprächspartner, Markus Eisenschmied. Wir haben den Trainer gerade gesehen mit nach einer Bierdusche. Hier sind auch die Haare schon nass. Es war Champagner, glaube ich, oder? Ja, ich habe ein bisschen Champagner vom Luki und vom, ich weiß gar nicht mehr von wem drüber bekommen, aber ja, heute geht es mal, ist mal okay. Der Trainer hat gesagt, es wird bestimmt drei Tage gefeiert. Markus Eisenschmied auch ein Partyhengst für drei Tage? Ja, ich meine, wir sind eine Mannschaft, wir machen alles zusammen, wir haben das ganze Jahr alles zusammen gemacht und wenn die ganze Mannschaft drei Tage feiert, dann feiere ich auch drei Tage. Beschreiben Sie doch mal dieses Mannschaftsgefühl. Pavel hat eben auch noch mal gesagt, hier sind keine Stars, hier ist eine Mannschaft, in Ihren Worten. Ja, ich meine, es war von Anfang an so, wir sind reingekommen, wir haben alles zusammen gemacht, wir haben wirklich hart gearbeitet dieses Jahr und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Ich meine, es ging hinten los bei den Torhütern, die haben sehr, sehr hart gearbeitet, die Verteidiger haben ganz, ganz viel extra gemacht mit Pelle und wir Stürmer. Genauso, ich meine, wir haben alle zusammengearbeitet, wir haben uns gegenseitig motiviert und ich glaube, das war im Endeffekt auch der Schlüssel dann zum Erfolg. Sie sind aus Übersee dann hierher gekommen, die erste Profisaison in Deutschland in der DEL und dann gleich so eine mit Rekordpunktzahl, mit Meisterschaft. Muss man sich manchmal noch ein bisschen kneifen, oder? Ja, natürlich. Ich meine, hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht, dass ich hier unterschrieben habe im Sommer. Aber ja, wir hatten eine super Mannschaft oder wir haben eine super Mannschaft hier und mich freut es natürlich sehr, dass ich dem ersten Jahr gleich eine Meisterschaft holen kann. Dann ab zum Team und viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Glückwunsch nochmal. Und auch für Matthias Plachter ist es der erste Titel in seiner Karriere mit den Adlern. Beim letzten Titel 2015 war genau das Jahr, in dem er es in Nordamerika einst versucht hatte. Auch er. Ein gewichtiger Teil in der Offensive. Und dann natürlich dieser Marcel Gotsch. Das Eis, das fühlt sich unten langsam. Da sind jetzt natürlich alle Damen mit dabei, alle Verwandten. Alles, was da so geht und was geht bei Matthias Plachter, Sascha. Ja, ich kann mir vorstellen, Basti, eine ganze Menge heute Abend. Basti sagt gerade, was geht so generell? Erstmal eine Menge, oder? Ja, alles. 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 Heute geht alles. Heute ist alles erlaubt. Ja, wir genießen jetzt mit der Familie hier noch die Stunden und dann reißen wir vielleicht die Arena noch ab. Aber erstmal grundsätzlich, ich habe gerade mit Pavel Groß auch gesprochen. Matthias, es ist sicherlich eine der souveränsten deutschen Meisterschaften insgesamt, wenn man die Hauptrunde sieht und natürlich auch diese Playoffs. Pavel hat gerade nochmal herausgehoben, dass dieser Teamcharakter einfach von Anfang bis zum Ende da war. Aber sowas muss sich ja auch rausbilden. Wie haben Sie das erlebt? Ja, also es ist kein Geheimnis, dass es für uns als Spieler kein leichtes Jahr war. Wir mussten viel machen, aber wir haben uns von Anfang an gesagt, wenn es sich lohnt, dann lohnt es sich. Und das war der Fall. Und für die ganze Arbeit, die wir hier reingesteckt haben, wurden wir heute belohnt. Und das ist einfach geil. Sie haben gerade auch noch mal mit dem Pokal das Ding alleine nach oben gestreckt. Wie cool ist sowas? Ja, das ist das Beste. Also dafür spielt man. Mit diesen Fans hier im Rücken, die jedes Spiel ausverkauft. Heute eine Bombenstimmung, auch wo es 4-4 stand. Unglaublich einfach. Macht es das vielleicht noch mal umso süßer, weil natürlich nach dieser deutlichen Führung man schon so ein bisschen vielleicht dachte, okay, das Tüten war ein und auf einmal wird es noch dramatisch. Ja, war nicht der Plan. Aber ja, wir saßen in der Kabine. Wir wussten, wir wollen gewinnen. Also irgendeiner hatte es in sich und da lag es was. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Einfach, dass jetzt das Feierbeast Matthias Plachter kommt. Ja. Okay, danke. Konstantin, bitte. Mit dem Kapitän der Adler Mannheim, mit dem Rekordspieler, mit Markus King. 812 Spiele für die Adler, heute dritter Meistertitel. Wie bewerten Sie den, wie ordnen Sie den ein? Ja, ist was ganz Besonderes. Ich denke,
wenn man das hier sieht, ist es unglaublich. Ja. Dieses Jahr fühlt sich an wie eine Mission. Wir sind gestartet und haben ein Ziel gehabt und haben das voll durchgezogen. Und ich glaube auch absolut verdient und bin einfach stolz, ein Teil von der Mannschaft zu sein. Und auch wenn man das heute hier sieht, unsere Fans, ich meine, ich spiele jetzt schon ein paar Jahre hier, aber was dieses Jahr einfach abgegangen ist und auch heute, das ist unglaublich. Und ja, ich freue mich für die ganze Organisation und für die Fans, für die Stadt Mannheim. Das ist mehr als verdient. Und ja, jetzt genießen wir einfach die nächsten Tage. Es war aber natürlich auch keine leichte Saison für Sie. Auch am Ende haben Sie dann draußen gesessen, 5 Playoff-Spiele, glaube ich, in diesen Playoffs gemacht. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie haben Sie das weggesteckt? Ja, natürlich möchte man immer spielen als Spieler, ist ja klar. Und dann ist man auch unzufrieden, aber trotzdem versucht man ja, die Jungs zu unterstützen. Und man ist ja ein Teil von der Mannschaft. Und die Jungs haben das auch super gemacht. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre irgendwas. Ganz im Gegenteil. Und ja, es macht einfach nur Spaß. Und Mannschaftssport, da geht es nicht um eine Einzelperson, sondern der Erfolg zählt. Und wir haben das Ding geholt und es ist absolut geil. Haben wir großartig im Interview angesprochen, was für Charaktere in dem Team sind. Auch eben die Jungs, die mal diese bittere Pille schlucken mussten und draußen saßen. Sie haben aber dann bei der Siegerehrung, als es den Pokal gab, den Endras hergeholt. Er durfte das Ding hochhalten. Warum? Ich kenne Dennis schon so lange und ich weiß, was der Dennis für den Sport macht und was er alles investiert. Und wenn man das jeden Tag sieht, ist es einfach nur, ja, ist ein absolutes Vorbild, was das angeht. Ein absoluter Profisportler. Und da gibt es nicht viele von den Jungs und er investiert so viel. Und ich glaube, dieses Jahr, was er abgeliefert hat, ist einfach unglaublich. Ich meine, für Außenstehende ist es schwer zu beurteilen. Die sehen ja nur die Leistungen, aber ich weiß, was dahinter steckt beim Dennis. Und ich habe mich so mit ihm mitgefreut. Und wie er letztes Jahr die Spiele gespielt hat, ich glaube, das ist eine Torwartleistung, da wird man lange drüber reden. Und deswegen hat er sich das verdient. Und das war für mich gar keine Frage. Dankeschön, Markus King. Viel Spaß beim Feiern. Danke. Sascha, bitte. Ja, danke. Daniel Hopp ist an meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch natürlich, Daniel. Und wir haben ja auch schon im Verlauf dieser Serie gesprochen. Sie haben es gesagt, das war natürlich schwierig, was im letzten Jahr passiert ist. Wir mussten so ein bisschen neu starten. Sie sind neu gestartet mit den Adler Mannheim zum Titel. Wie gut tut das, dass man am Ende merkt, man hat vieles richtig gemacht offensichtlich? Ja, gibt kein besseres Gefühl im Moment. Das war eine Bilderbuchsaison, die wir gespielt haben. Und es ist einfach ein Traum, dass wir heute hier den Titel holen konnten zum dramatischen Spiel. Sensationell. Und natürlich auch mit einem neuen Trainer, mit Pavel Groß. Matthias Blachter hat das gerade schon gesagt. Es war sehr, sehr hart, es war sehr, sehr anstrengend. Aber wir wussten, wofür wir das tun, für den großen Erfolg. Inwieweit war das offensichtlich die richtige Wahl, so einen Mann hierher zu holen, der natürlich als Spieler hier auch schon tolle Erfolge hatte? Ja, ich meine, wir sind alle ein Team und wir haben als Team gewonnen, die Mannschaft mit dem Coaching-Staff. Aber natürlich ist der Coach der Schlüssel dazu in der Vorbereitung, wie man arbeitet und so. Riesen Akribie an den Tag gelegt. Er hat einen unglaublich tollen Job gemacht mit seinem Team zusammen, mit der Mannschaft. Also freue mich auch unglaublich für ihn, dass es für ihn jetzt geklappt hat, auch den Titel zu holen. Die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, Sie haben es gesagt, Bilderbuchsaison, eine historische Saison in der deutschen Eishockey-Liga in der Hauptrunde und natürlich auch mit einer sehr, sehr souveränen Leistung in den Playoffs. Haben Sie ein Gefühl, dass auch so eine Ära vielleicht möglich ist, eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass man auch das so ein bisschen fortsetzen kann, was heute hier seinen Anfang genommen hat? Ja, wir haben die letzten, nach den letzten Meisterschaften immer große Probleme gehabt. Deshalb tue ich mich ein bisschen schwer damit, von einer Ära zu reden. Wir genießen den Moment. Es tut unglaublich gut, aber wir wissen, dass wir in der nächsten Saison wieder von Null anfangen müssen und mit der gleichen Arbeitseinstellung und mit der gleichen Konsequenz an die Sache gehen müssen. Das hat München vorgemacht die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre und das muss unser Vorbild sein. Eben. Frage hätte ich noch, wieso sind Sie eigentlich noch trocken? Sie sind ja auch noch trocken. Also na, halb, auf einer Seite. Es kommt noch. Viel Spaß beim Feiern. Danke, Daniel. Und damit noch mal kurz zu Matthias Plachter zurück. Natürlich ist das seine zweite Meisterschaft mit den Adlern. Er ging erst nach der Meisterschaft 2015 in sein kurzes Nordamerika-Abenteuer. Ja, was gibt es noch zu sagen? Da unten darf jetzt viel Konfetti aufgekehrt werden von den Eismeistern. Auch Jochen Hecht ist jetzt unten mit dabei. Einer von den wenigen Spielern, dessen Trikot hier unter dem Dach hängt. In Mannheim, auch er hat die Adler ja zur letzten Meisterschaft 2015 noch geführt. Damals er der Playoff-MVP. Das ist jetzt so viel, was von diesen Jungs da unten abfällt. Diese Konzentration, dieser Druck, den du als Sportler zwar sowieso hast, der aber in so einer Finalserie natürlich noch einmal so enorm gesteigert wird. Es sind viele Jungs, das gibt es immer,
Und das ist keine Frage, die hier lediert in diese Spiele gegangen sind. Die mit Verletzungen gekämpft haben, diese aber überwunden haben, nur um sich diesen Traum zu erfüllen, am Ende der Saison das letzte Spiel gewonnen zu haben und den Pokal in Händen zu halten. Und damit geht es wieder hinunter ins Getümmel, Konstantin. Ja, der Goldi ist bei mir, denn wir waren eben in der Kabine der Mannheimer und wollten ja mal gucken, was haben die denn da für die Party schon vorbereitet? Mir war nix. Ja, ich habe mich extra umgezogen. Also ich habe meinen Anzug ausgezogen und habe mir extra die älteste Sache... Die Angst vor der Bierdusche, Rick Goldmann. Ja, bin jetzt immer vollgeschüttet worden, aber da ist wirklich gar nichts drin. Also es schaut so aus, wie nach einer normalen Trainingseinheit, wie nach einem normalen Spiel. Da steht keine Sektflasche drin, da steht nichts drin. Also es ist wirklich so, wir sind hier rausgekommen, wir haben nichts vorbereitet. Das bisschen, was wir jetzt zum Feiern haben, das ist hierher gekarrt worden. Mit zwei mobilen Bierzapfanlagen und alles andere findet hier draußen momentan statt, aber in der Kabine ist nichts. Aber wenn man überlegt, Pavel Groß, hätte uns auch gewundert, wenn irgendwas vorbereitet wäre, oder? Ja, es könnte ja sein, dass man in der Zwischenzeit ein bisschen was reinbracht hat, um da weiterzumachen. Das ist ja auch nicht der Trainer, der es entscheidet, sondern im Hintergrund. Du musst es natürlich vorbereiten, allein von der Liga schon, damit du hier die Feierlichkeiten machen kannst. Aber das zeigt auch, wie sehr sich das Team letztendlich nur fokussiert hat drauf, dieses Spiel heute zu gewinnen und nicht um die Feierlichkeiten außenrum. Und wenn wir die Fans da hören, es ist noch keiner gegangen. Ja? Der Rang ist immer noch komplett voll. Das zeigt, diese ganze Stadt lebt und feiert diese Meisterschaft. Ja, warum auch? Ich meine, die Adler Mannheim, glaube ich, lechzen jedes Jahr, wie viele andere Clubs auch, aber hier mit Tradition nach der Meisterschaft. Und die Fans, wie du es gerade angesprochen hast, die sind seit Jahrzehnten hier wirklich Eishockey verrückt. Sie leben das Eishockey auf sehr emotionale Art und Weise auch. Aber sie sind immer pro ihr Team eigentlich. Und jetzt, wenn es heute so ist, ich sage dir eines, das ganze Wochenende, die nächsten paar Tage, werden die ganz Mannheim hier kaputt feiern. Also das ist riesig. Das ist auch was, was wirklich schön ist, muss man ganz objektiv sagen. Du hast ja auch mal 2 Jahre hier gespielt, ist schon ein bisschen her, aber du bist ja immer up to date. Wo geht man denn jetzt hin in Mannheim? Wo wird die Party steigen? Es hat sich gar nicht so viel geändert, wo man noch hingeht, ohne das jetzt weiter zu sagen. Aber die Jungs, glaube ich, werden erstmal einen Weg finden, alleine unter sich zu sein. Man sieht es ja auch hier letztendlich, wie sie hier zusammen sind und sich wirklich freuen. Ist ja auch eine Lösung. Sie haben wirklich sehr hart gearbeitet. Also das hat man auch gehört in den Interviews. Pavel Groß hat sie herangenommen, wirklich von Ende Juli bis jetzt. Er hat eine sehr, sehr harte Linie gefahren, aber die Linie hat Erfolg gebracht. Und jetzt ist der erste Moment, glaube ich, wo sie wirklich loslassen können. Und das sollen sie genießen, egal ob es da drin ist, irgendwo anders oder ganz alleine. Und den Rat von Rick Goldmann sollte man annehmen. Also einfach loslassen und genießen. Danke, Goldi. Und wir geben, glaube ich, zu Sascha und Patrick. Genau so ist das. Und Paddy und ich haben uns einfach nochmal einen deutschen Meister gegriffen in Person von Cody Lampel, der hinten raus ja nochmal zum Playoff-Monster wurde. Cody, congratulations. I just said, I mean, in the end, you became a Playoff-Monster. I mean, that's why I came here, is to play in big games like that. And I mean, our team from the beginning, you know, at 1 through 25, I couldn't be more proud of this group. But I mean, you had to wait a little, so does it make it even more sweeter? Yeah, no, it does. You know, but like I said, we have 9 defensemen that are all could play for any other team, in my opinion, and be a big part of it. And just like our whole team, I mean, it's just amazing. How cool is it? I mean, changing clubs and all of a sudden you're a German champion. You got the medal. I mean, this is the reason why I came here. I mean, it's to win a championship. So the team they put together, the coaching staff, the players. But it was hard work, right? Oh, it was the hardest year of my life, that's for sure. But it's worth it. It's worth it. Celebrate, enjoy. Yeah, congrats, you. Cody. Thank you. Ist das schön. The hardest year of my life. Er hat zugegeben. Härter kriegst du es nicht serviert als unter Jetzt musst du auch nicht mehr lügen. Jetzt ist vorbei mit der Lügerei. Jetzt können sie ehrlich sein, die Jungs. Ja, aber im richtigen Moment muss manchmal auch die Vereine wechseln. Er hat gesagt, that's the reason why I came here. Also das war der Grund, warum ich auch natürlich nach Mannheim gekommen bin, um die Chance zu haben, deutscher Meister zu werden. Schönen guten Abend, meine Herren. Schönen guten Abend, hallo. Konstantin und ich schaue schon mal wegen der Bierdusche, ob wir was bekommen, aber das schaut heute sehr, sehr gut aus, dass wir trocken bleiben. Wir sind natürlich jetzt wirklich angreifbar. Ja. Ne? Wir finden nebeneinander. Jetzt müssen wir mal ein bisschen. Ich sehe dann doch irgendwann auch nichts mehr mit meinen Kontaktlinsen, wenn einmal das Bier von oben runterflößt. Ja, aber bis jetzt ist ja alles bei dir picobello. Ja, das deutsche Gabano-Sacco ist auf jeden Fall, schaut klasse aus. Aber hier, Goldi ist ja vorbereitet. Der ist ja der kleine Schisser, der hat sich umgezogen. Ja, ich habe mich umgezogen und ich habe auch kein Mikrofon, deswegen habe ich mir ein Bier geholt. Wollen wir tauschen? Es ist, Männer, ja ohne Frage heute ein großer Tag, um zu feiern für
die Mannheimer für die Adler. Aber es ist eben natürlich auch was Historisches wieder, denn der 7. DL-Titel für die Adler Mannheim. Und wenn wir nochmal drauf schauen, da steckt natürlich eine Menge drin. In der deutschen Eishockeyliga 7-mal Meister, davor natürlich auch ein Titel. Aber mit diesen 7 Erfolgen sind sie jetzt halt gleichgezogen mit den Eisbären Berlin, mit dem bisherigen Rekordmeister. Und das ist schon natürlich etwas Besonderes, wenn man das auch so sieht. 97 bis 99 die Titel auch. Ich habe Pavel Groß angesprochen, Paddy, da steckt schon viel drin, was jetzt auch wieder so zusammenkommt, auch durch den Erfolg als Trainer von Pavel Groß. Ja, er war sehr, sehr, wie wir ihn kennen, sehr ruhig in dem Interview. Er hat zwar eine Bierdusche bekommen, aber ich bin gespannt, wie Pavel Groß als Trainer auch feiern kann, weil das kennen wir ja bisher noch nicht. Ja, Wahnsinn. Jetzt kriegen wir noch ein paar Dance-Moves gezeigt. Die Party ist im vollen Gange, auf jeden Fall. Ja, Basti. Basti ist auch zu uns gekommen, von oben runter. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, von oben runter, du bist lustig hier. Einmal oben durch und außen rum. Ist nicht so einfach, hier durchzukommen. Ich dachte, du kennst dich aus in jedem Eisstadion. Ich kenn mich aus, aber du kommst nirgends durch. Wir haben gerade darüber diskutiert, weil wir gerade die Titel auch noch mal gesehen haben. Ihr diskutiert immer noch. Nein, wir finalisieren, was hier passiert ist. Richtig. Und haben gerade noch mal Dance-Moves gesehen, wie man es richtig macht. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich werde mich daran halten nachher. Ich glaube, der ein oder andere wird das vielleicht als Vorlage nehmen. Ja, das ist eine Ankündigung, Basti, du auf der Tanzfläche. Ja. Basti, wenn wir es zusammenfassen, es kam auch immer wieder in den Interviews raus, es ist schon eine unglaublich souveräne deutsche Meisterschaft gewesen, wenn man so das ganze Jahr nimmt und eben jetzt vor allem auch diese Playoffs, auch wenn es jetzt am Schluss noch mal ein bisschen enger wurde, aber zusammenhängend betrachtet, mehr als souverän. Ja, Rekord aufgestellt in der Hauptrunde, dazu in den Playoffs mit 2 Niederlagen nur. Durchmarschiert durch 3 Runden. Viel souveräner geht halt dann auch nicht wie Mannheim. Dazu finde ich halt kaum über so einen langen Zeitraum, kaum Schwächen gezeigt. Und diese Konstanz, die war schon beeindruckend, zum Teil sogar beängstigend. Ja, Rick, vielleicht kannst du das auch noch mal mit aufnehmen. Ich habe lustiges Mikro weiter. Du hörst mich ja ganz gut. Ich habe ja auch eben Daniel Hopp noch gefragt. Na klar, will der jetzt nicht so weit vorausschauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt, ob die Frage schon kam. Ich habe ja auch nicht alles mitbekommen. Ja, war ja auch bei mir ein bisschen lauter. Aber kann man vielleicht schon davon sprechen, dass hier eine Möglichkeit besteht mit der Mannschaft, mit der Art und Weise, wie dieser Verein aufgestellt ist, dass so eine Ära starten kann? Ich glaube, heute wird der Tag dazu, dass man über Ära sprechen sollte. Per se, aber das Potenzial bei den Adler Mannheim definitiv da ist, eine Ära aufzubauen mit der ganzen Organisation, so wie sie sich jetzt aufgestellt haben. Das habe ich eigentlich vor der Saison und viele andere auch schon so eingeschätzt, dass sie hier auch gleich den ersten Titel holen. Ist es nicht wirklich überraschend, um auch ehrlich zu sein, sondern das ist schon was, man hört es auch von jedem Spieler raus. Das ist so harte Arbeit, wie viele vielleicht in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben. Und es zahlt sich dann halt Achtung, einfach schon aus. Achtung, Männer. Sehr viel, Talent, gepaart mit harter Arbeit, mit ehrlicher Arbeit, bringt Erfolg. Und ich glaube, das ist was, wenn sie es so weitermachen, ohne zu meinem Vorzeichen, du hörst ja schon gar nicht mehr zu. Da hört daheim auch schon keiner mehr zu. Ich könnte dir jetzt eigentlich erzählen, was ich will. Der Sesch hat Angst vor der Bierdusche. Ich gucke immer nur auf Nico Krämer. Ja, ist doch wurscht. Also auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten nicht von der Ära reden, dass das Potenzial hier da ist. Aus allen Bereichen, aus allen unterschiedlichen Dingen. Das ist definitiv die gegeben. Ja, aber warum ist das wurscht, dass ich das jetzt hier abkriege? Nur weil du so einen ollen Pulli an hast. Ich habe mich umgezogen. Ich habe einen Millionenanzug. Ich sage, der Krämer ist es. Ich hab's gesagt, aber, Leute. Aber schau, wie konsequent der Rick stehen bleibt. Genau, ja, du musst dann auch weiterreden. So musst du das mitnehmen. Das ist halt mentale Stärke. Genau so musst du es mitnehmen. Und mentale Stärke haben anscheinend nicht alle. Aber es brennt in den Augen ein bisschen. Oh, ist das schön. Stark, Rick, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich jetzt auch, beginnt hier eine Ära? Ne? Also das ist ja... Frage habe ich doch nicht erschöpfend beantwortet. Das hört niemand so wirklich zu. Ich habe mich nur konzentriert auf die Bierdusche. Ah, guck mal, jetzt gibt es wenigstens hier noch die Versöhnung von Nico Krämer, indem er Rick Goldmann noch das Bierglas gibt. Ja, was eigentlich... Aber das ist leer. Ja, da ist nichts mehr drin. Müssen wir noch das lässt sich ändern. Müssen wir noch ziehen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, lass dass... sagen, jetzt machst du Quote. Es sind auch Frauen im Bild, wir holen da noch kleine Kinder rein, die sind auch schon da. Und Hunde warten vorne noch. Nur sowas. So, und jetzt ist Schluss. Und jetzt wird es auch definitiv zu laut hier von der Musik. Patrick Ehlechner, darauf darf ich noch hinweisen, wird vielleicht noch versuchen, auch aus der Kabine, wenn es möglich ist, Facebook Live zu machen. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Die Kühlbox mit Patrick Ehlechner ziehen wir sozusagen bis zum Ende der Saison und auch darüber hinaus natürlich durch.
Und ich sage erstmal danke an Rick Goldmann, der schon nichts mehr hört, weil er gerade mit Marcel Gottsch. Genau. Danke Konstantin Klostermann, danke Basti Schwele, danke Patrick Ehlechner und selbstverständlich danke ans ganze Team, denn jedes Spiel war nur möglich und wir haben ja alles, und zwar alles von vorne bis hinten live übertragen bei Magenta Sport, und das war nur möglich, weil jeder mitgemacht hat, vor allem natürlich die redaktionelle Crew, aber eben ganz wichtig, die Leute, die man so selten sieht, sind die Jungs und Mädels hinter der Kamera, die Technik-Crew. Danke an euch und danke natürlich vor allem an Sie, liebe Zuschauer, fürs Zusehen, und falls wir mal unter diesen vielen Übertragungen man Fehler gemacht haben sollten, dann sehen Sie es uns nach. Daraus kann man durchaus ja auch lernen. Und wenn es ein Fehler war, dann war es in jedem Fall ein Fehler. In Liebe mit Eishockey. Mit Herz. Mit Herz. Oder falsch verstanden worden. Also, danke fürs Zusehen. Wir sagen Glückwunsch nochmal an den Deutschen Meister 2019, die Adler Mannheim. Respekt auch vor der Leistung des EHC Red Bull München. Natürlich auch mit diesem Champions-League-Hockey-Finale. Und das war eine tolle Saison. Wir kommen wieder. Die geilste Zeit kommt irgendwann wieder. Macht es gut. Servus. Ciao. Schönen Sommer.